Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Secret Hitler mit Almos, Team Pete's Meat und Dalu und Mikkel. Aus der Voranalyse haben wir herausgefunden, Peter ist Hitler, Dalu und ich Faschus. Ja. Und los geht's. Schauen wir, ob und, wir das gewinnen können. Und pass auf, Leute, ne? Secret Hitler wieder am Start. Letzte Runde war ein bisschen krasser. Gucken wir mal. Ich freue mich aufs nächste Mal, dass Jay Hitler ist. Er muss ja mittlerweile einiges quasi wieder ausbaden. Aber, Wir starten jetzt erstmal mit den Leuten, die gerne mitraten wollen. Die müssen nämlich wegschauen. Und zwar in 3, 2, 1, jetzt. Ja, da bringt nichts. Ich sag jetzt aber, dass Peter Hitler ist. Da wollt ihr nicht wegschauen. Ich kann einfach nicht Leute, also ich kann nicht gut Faschos lesen. Die ja, aber du wirst ja im Laufe des Spiels das vielleicht mehr merken. Ich bin es halt leider nicht gewohnt, dass Leute mir in den Arsch kriechen, sondern mich eher flamen. Ja. Ah, Jay. Woran könnte das wohl liegen? Das ist mega schwer. Wenn ja, alle dich flamen immer, dann ist eine Konstante. Das ist einfach eine schwere Kindheit, weißt du. Ich bin einfach ein lieber netter Typ. Ja, sieht man an deinem Bild, Jay. Sieht man an deinem Bild. Ja, immer weil er ja ein bisschen Stinkefinger zeigt. Weißt du, Peter guckt auch Grumpy. Ist das jetzt ein Arschloch? Guck nicht, nee, Peter, du Peter guckt so eigentlich perfekt, guckst wenn er dem kleines Bärtchen malen würde, wäre der perfekte Emperor. Da, du guckst wirklich grumpy, das muss man ihm lassen. Okay, gut. Ja, ich gucke echt grumpy, das stimmt. Das reicht, ihr könnt wieder schauen ab jetzt. Also vorher schon. Also ihr, läuft schon. Jay, was soll das? Wer darf denn anfangen? Ich würfel mal. Ja, der will uns das Spiel kaputt machen. Bram. Chris, hab schon. Depp. Gelb fängt an, Dalu fängt an. Alles klar. Da wurde er den Backen raus. Voll verloren, Bram. So mega, ne? Damit du für später Bescheid weißt. Dalu will jetzt direkt Mikkel so ein bisschen checken, wahrscheinlich. Warum will Dalu denn jetzt hier? Warum weil er einfach irgendeinen Scheiß ist einfach komisch. Am Anfang ist es jetzt random. Mikkel kann man halt sehr schlecht einschätzen, deswegen kann ich das schon nachvollziehen. Warum kann man mich schlecht einschätzen? Mikkel kann sich selber auch schlecht einschätzen. Mikkel, du weißt, was du bist, also es ist wichtig. Warte, ich guck nochmal schnell nach. Weißt du, Dalu ist Fascho und Mikkel ist Hitler. Okay, jetzt weißt du, was du bist und du spielst jetzt genau andersrum. Ja, das kann er nur machen, wenn er liberal ist. Moment, was passiert jetzt hier gerade? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Es wurde gewählt, Peter. Dalu-Kart der Erste. Darf Mikla jetzt ein paar Karten geben. Was machst du denn jetzt wieder? Ich hab den Zuschauern meine Karten gezeigt. Oh, guck mal, es gibt jetzt wieder rote. Aka Longos Schwanzus. Hey, hey, das war geheim, das andere Ehre. Es hagelt wieder rote. Peter, wolltest du endlich mal zeigen, dass du Hitler bist? Ja, das ist der Newporn-Kanal. Schön wär's. Ich bin jetzt Let's Player. Das ist, Peter findet schön, wenn er Hitler wäre. Ja. Was kommt jetzt? Direkt die erste. Ja, endlich mal meine politischen Einstellungen. Ich glaube, diese Runde ist Peter. Oh. Sehr gut! Oh. Sehr schön. Er hat auch keine Wahl gehabt. Echt nicht? Hä? Doch, du hast mir zwei. Zwei blaue gezogen. Du hast mir eine rote und eine blaue gegeben, Dalu. Ja, was das war ein Witz und ich habe eine rote abgelegt. Nee. Die blaue, er wollte mich eigentlich reinreiten hier gerade. Er wollte jetzt schon. Winkel, das war ein Joke. Ja, nee, er hat direkt danach gesagt. Du hattest eine Wahl, dass das nicht Mikkel, der also wollte dich direkt bestimmt reinreiten. Das ist der Runde voll der Arsch. Ich glaube, Dalu. Ich glaube, Mikkel hatte keine Wahl. Ich glaube auch. Der ist voll der Arsch. Nicht mehr so sicher. Ich glaube, Mikkel ist Fascho. Wen wählt der Christian zum? Weiß ich noch nicht. Oder lässt er zur Wahl stellen zumindest? Der Peter, der Jay wird eh nicht gewählt. Nee, ja doch, wenn Bram Jay wählt, dann ist Bram Fascho, haben wir ja letzte Runde gelernt. Dann wählen wir jetzt Bram. Okay, dann wählen wir Bram. Mal gucken, alles klar, ich nehme die Wahl an, Mr. Präsident. Mal gucken, ob Jay Bram wählt. Du kannst die Wahl dann noch gar nicht annehmen. Ja, aber ich würde sie annehmen, wenn ich gewählt werden sollte. Wenn Mikkel nicht einschlafen. Mikkel schreibt gerade noch per WhatsApp. Ja, da musst du kurz noch mein TS gucken. Was hat du mir schon geschrieben? Was mich ein bisschen enttäuscht ist, dass ich heute noch gar nicht Oscar gehört habe. Der hat noch gar nichts von sich gegeben. Ja, der ist drüben bei meiner Freundin. Ich wähle natürlich. Ich hab mir ja bekommen, Jonas. Weil ich nicht wie ein kleines Kind bin und einfach umnerve. So, also, alles klar, Jay ist Fascho, er spielt eine andere Rolle. Ja. Also, ich will einfach der Good Guy. Ja, nur weil ich Jay die braune Farbe heute ausgewählt habe, heißt das nicht, dass ich. Ist schon geil, wenn Jay braun wäre und Hitler. Ich möchte einmal kurz sagen: In der ersten Runde war der Braune hier liberal, in der zweiten Runde. Nein, in der ersten Runde war der Braune sogar Hitler gewesen. Ja, richtig. Ja, stimmt, scheiße. Ich möchte das zurückziehen, was ich erzählt habe. Ich möchte sagen: In den letzten zwei Runden war der Braune liberal. Auch das stimmt doch gar nicht. Das in der vorletzten wohl. Runde war der. In der letzten zwei Runden mit Jay. Danke, Stachelaus. Ganz schön gemeint alles von Ihnen. Alles klar.
Okay, für ja, Stachelhaus. Sagen, wir wissen, Bram. Von Bram jetzt nicht so wirklich viel, weil ich habe 3 rote gezogen. Also Bram hatte nicht die Wahl. Hattest und du denn die Wahl? Hast angeblich 3 rote gezogen. Ja. Hättest du mich ja mit der Frau gehen können, dann wären wir alle möglich gewesen. Ich habe angeblich 3 rote gezogen und Bram hatte nicht die Wahl. Also euch beiden finde ich jetzt schon mal verdächtig. Logischerweise musste ich ihm ja 2 geben. Wir sind uns ja, beide. What ja, Bram ist sehr verdächtig bis jetzt. Ja, sehr. Ja. Mehr als Chris. Mehr als Christian, ja, finde ich auch. Mehr als Chris, ja. Mit 2 Rote und konnte eine Rote legen. Warum habe ich keine blaue gelegt? Ja, ich möchte Peter haben. Ja, wer mich. Ich bin auch eine Spannerei, dass Mikkel bei 2 blauen eine Rote, keine Rote gelegt hat. Ich hatte eine blaue und eine Rote. Komm, Sepp, gucken wir mal, dass wir diesmal mehr Glück haben als letztes Mal. Also, ihr geht davon aus, dass ihr im selben Team seid, ja? Nee, gehe ich nicht. Fucking Huren Hitler. Die Frage ist halt Lalu, nur, wir wissen es schon, Dalu. Ja, ja okay, ja, also nur die Faschisten wissen es. Was ist denn mit J-Los, Alter? Jede Runde Mikkel auch gewählt? Ich bin ja auch der gute Guy. Mikkel ist ja auch egal. Ich bin auch der gute Guy. Jay ist 100, also Jay bist du jetzt wieder hinter. Jay ist so ein von Fassung, wa? Er ist gerade sehr anders als die anderen ich Folgen. Ich bin doch der gute Guy. Ja, aber letzte Runde war er ja auch Hitler. Wenn er jetzt anders ja, ist, aber dann wäre da war er. Und Peter hat kurz gezuckt. Ja, ich hab aufgestoßen. Ach so. Johnny wollte sich übrigens, nachdem ich in die Karten geguckt habe, noch umsetzen, um von der braunen Suppe wegzukommen. Das stimmt gar nicht. Guck mal, Blaubeer! Das sind meine Homies, das sind meine Homies. Peter also hat sich richtig entschieden. Peter hat sich richtig entschieden. Ja, was hast du weggeworfen, Sepp? Ich habe eine rote weggeworfen und dir die Wahl gelassen. Ja, 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 okay. Ich habe mich natürlich für die blaue entschieden, denn ja, wie immer bin ich liberal. Werte? Ich bin schon mal die erste blaue, wer hat die erste blaue nochmal gelegt? Mikkel. Dalu und Mikkel, aber, ne? Ja, ich hab Mikkel die Wahl gegeben. Okay, ja gut. Mikkel hat allerdings voll den Beißreflex entwickelt. Aber man muss sagen, dass Mikkel überhaupt keine Wahl gehabt hat. Er musste in der ersten Runde die blaue legen. So oder so. Ja, weil er die blaue hatte. Das stimmt. Weißt du, wenn du wüsstest, dass ich auch Fascho bin, wir beide sind Fascho, hätten wir uns sonst was ausdenken können. Ja, aber ich meine, du kannst in der ersten Runde nicht die rote legen. Das geht nicht. Das gut, man weiß schon mal, sie sind nicht im selben Team. Das haben die in der letzten Runde auch gemacht. Guck mal, das ist doch jetzt in der Runde gemacht. In der letzten Runde haben wir auch verloren. Das ist doch jetzt ein Fascho-Bingo hier eigentlich. Bingo. Ja, Mikkel, dann wählst du direkt da, Lu. Das wählt ihr euch beide gegenseitig. Ja, genau, was soll das? Okay, wieso, wir haben doch blau gelegt. Das war doch gut. Also ich weiß nicht, ob wir da mal nichts einreden. Will mal jemand anderen, der blau gelegt hat, das würde mich mehr freuen, als dass ihr euch gegenseitig ganz. Aber die haben halt tatsächlich blau gelegt. Mikkel, das ist eigentlich, ist das gut gewesen. Ja, aber trotzdem würde ich vielleicht diesmal nicht. Nee, Mikkel, lass mal. Was ist denn mit Jay? Lass halt lieber beim nächsten Mal machen. Oder wählen wir den Peter jetzt nicht? Mikkel, lass mal lieber Peter Dalu nachher wählen. Ja, ich finde das auch nicht. Weil das kommt schon ein bisschen komisch. Lass Peter mal Dalu wählen, du kannst jemand anders wählen. Wenn ihr euch die ganze Zeit direkt gegenseitig wählt. Mikkel, jetzt lässt du dich, gerade um den Ficker wählen. Um den Ficker wählen. Ja, jetzt bin ich echt wieder mal. Du hast meine geheime Nachricht verstanden. Jetzt bin ich mal richtig verwirrt. Mikkel, was ich sagen möchte. Was ich jetzt kurz sagen will. Pass auf, nee, warte, lass mich jetzt kurz ansprechen. Danach darfst du gerne kurz reden. Also, ihr habt ja vorhin eine blaue gelegt. Sepp, kannst du mal deine Hand davon mir wegnehmen? Das habt ihr sehr gefreut. Oh, sorry. Allerdings, wenn jetzt zufälligerweise 3 rote kommen, ja, dann macht das euch leider sehr, sehr suspicious. Und sodass halt, selbst wenn ihr liberal seid, eure Aussage dann nichts mehr wert ist, quasi. Ja, das finde ich aber. Er kann ja dann trotzdem wen checken, dann kann er ja mich. Gab doch mal auch irgendwie einen. Ja, genau, dann checkt er dich auch nochmal direkt, damit ihr dann euch natürlich als liberal direkt. Das wäre so ein bisschen so dieser. Das wäre doch dümmer. Das wäre doch wie dieser eine Move, wo dieser eine aus unserer Runde da irgendwie gleich am Anfang eine rote gelegt hat, nur um gucken zu dürfen und keiner wusste, was er weiß. Das ist ja genauso dumm, oder? Das ist genauso dumm, als wenn man als Hitler seinem Fascho-Kollegen eine blaue gibt, der kein Fascho-Kollege ist. Einfach nur, dass du nicht nochmal denselben direkt wählst. Das fände ich auch. Sepp und Peter, wen soll ich nehmen? Peter geht nicht. Du kannst mich nicht wählen. Nein, wen soll ich nehmen? Frage an euch. Also der Punkt, dass ihr beide schon eine Bühne habt. Wähl doch einfach mal Jay. Scheißegal, ja. Wähl doch einfach mal Jay. Meiner auch. Also Jay war ja noch nicht. Keine Ahnung, ich wüsste jetzt nicht. Also, ja, das. Ja, keine Ahnung. Whatever. Man ist auch egal. Ja, ich hätte jetzt nichts dagegen gehabt, wenn du nochmal Dalu genommen hättest, weil dadurch haben wir ja eine blaue bekommen. Also. Ja, deswegen denke ich auch. Die Frage, möchtest wenn er dann die rote legt, dann könnte ich gucken, was er ist. Aber andererseits bin ich auch nicht safe wirklich für euch, was ich wiederum verstehe als Kritik. Ja, ja, genau. Deswegen solltest du vielleicht dein Vertrauen diversifizieren und dich nicht immer nur auf einen konzentrieren.
Ja, glaub, das ja richtig. Das sehe ich nämlich auch so. Ja. Das finde ich halt auffällig, wenn jetzt Mikkel und Dalu sich die ganze gegenseitig wählen. Ja, aber dann was ist, wenn nochmal ja, blau kommt? Warum nimmst komm, du jetzt Christian, der rot ja, gewählt peng. Hat? Dann wähl Christian. Ich habe überhaupt nichts gewählt. Du hast mit rot gewählt. Also ich, ja, das Christian verstehe ich jetzt aber auch nicht. Ich habe überhaupt nichts gewählt. Das jetzt alles klar. Ja, ich habe gesagt, ich soll mein ja, ich bin doch der Einzige, der sich noch nicht proven durfte. Und dann ja, du brüllst auch schon wieder am Lautsprecher. Ich konnte mich auch nicht proven. Ja, eben, ich konnte mich auch nicht proven. Was kann ich denn machen? Was bin ich denn hier? Die haben doch irgendwas so gelesen. Es gibt doch keinen Sinn, jemanden zu wählen, der schon an der Roten beteiligt ist. Ja, warum mir ist nicht? Das, ja, das ich macht keinen Peter, Sinn, weil Peter. Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit eher, dass ein Fascho denkt. Peter, ja. Peter. Es kann also aber so sein, um das nur mal kurz in den Raum zu werfen, in der letzten Runde war ich auch als erster dran und habe direkt drei Rote gezogen. Ja, also das ja, nur, nichtsdestotrotz, ja, nichtsdestotrotz könnte man doch so besser jemanden nehmen, der bisher noch gar nicht investiert ist, als ja, jemanden, der eventuell auch. Ja, aber so. Wenn ich jetzt wieder Nein wähle so. Und alle nehmen Nein, weil sie alle trollen wollen, Nickel, ist auch irgendwie. Gib mir die blaue. Ich habe nicht Nein gewählt, weil ja. ich trollen will, ich habe Nein gewählt, weil ich das sehr suspicious finde. Bram. Also ich war auch für Jay, aber Jay wollte ja nicht wählen. Hat Bram wieder nee. Disconnect? Ne, ich hab keinen Disconnect. Jay hat mir jetzt zu lange. Du musst doch umdrehen. Ich kann überlegen, ich hab nicht umgedreht, ich hab da doch umgedreht und jetzt also, überlegen. Weil du die hast sie losgelassen. War. Ja, aber achso, ich dachte. Ja. Ey, ich, ja, also ich hätte lieber Jager. Ich hätte lieber Jager, aber Mikkel, nee, Mikkel macht das ja. Weil jetzt deckt Fascho. Ja, jetzt wird eine Rose ja? gelegt und dann checkt Mikkel. Ja, nein, Mikkel, es wäre schlau gewesen, mich zu nehmen. Wieso wird jetzt eine Rose gelegt? Ja, schauen wir mal. Weil ich kriege. Schauen wir mal. Ich bin nur Marionette von dem. Ja, aber der Karten, die da drauf Mikkel zieht dich da jetzt mit rein, weil das keinen Sinn ergeben hat, dass er dich nimmt. Das aber Mikkel hat schon für Blaue gesorgt. Also, gucken wir mal. Aber Mikkel hat doch schon eine Blaue gelegt. Warum ist vielleicht proven sie sich ja jetzt auch, indem eine Blaue kommt. Dalu? Und alles ist cool. Ja, so sie gar nichts. Ja, so Dalu, wieso bist du, warum bist du auf einmal gegen Mikkel? Weil Mikkel, also die Entscheidung, Chris zu nehmen, der rot gelegt hat, war als mich zu nehmen, der blau gelegt hat. Ja, das stimmt. Moment. Okay. Gerade. Weil du wolltest ja vorhin dich noch von ihm wählen lassen, ja, deshalb hat mich das gewundert. Ja, genau. Aha. Ja, was ist das verdammte Problem? Es kann immer noch ein Alibi-Verhalten sein. Ich hab, ja, aber ganz ehrlich, Mikkel hat doch schon mit Dalu auch schon eine blaue gelegt. Ja, also ich war jetzt schon an zwei blauen beteiligt. Und ihr versucht immer noch einfach nicht, dass das falsch ist. Also ich meine, ich hack ja auch gern auf Mikkel rum, ja, aber gerade ist halt echt so ein bisschen so. Hast du eine blaue weggelegt eben oder eine rote? Eine rote. Okay. Der einzige Grund, warum ich gegenüber Mikkel suspicious bin, ist, dass er halt einfach jemanden gewählt hat, der schon an der Roten beteiligt war, obwohl er komplett jemand anders hätte wählen können. Also ich bin dafür, dass wir Mikkel erstmal als liberal einstufen, aber sobald zwei rote Karten liegen, ihn nicht mehr als Kanzler wählen. Also ich würde sagen, also für mich ist das sehr, sehr sicher, dass Mikkel nicht Fascho ist, weil er hätte ja nachprüfen können. Du hättest jetzt ja nachprüfen können, das wäre ja super gewesen für Fascho. Er hätte gar nichts prüfen können, wenn er Hitler ist, da hätte er seine Geschichte erzählen können. Mir hätte doch eh keiner geglaubt, wenn ich jetzt irgendwas hätte nachprüfen wollen. Ja, das heißt aber, ein potenzieller Liberaler guckt dann aber nicht blöderweise einen Faschot an. Das heißt, du hast für die Faschos hast du ja voll den Vorteil, wenn du dann einen nachgucken darfst. Egal, ob man das einem glaubt oder nicht. Du hast halt auf jeden Fall einen liberalen Shot weniger sozusagen. Okay, da sind noch 5 Karten. Angeblich sind da noch 2 blaue bei, ne? Ja, wir schätzen Mikkel einfach als Liberalen ein, aber wählen ihn nicht mehr, sobald 3 rum. Also wir finden, Mikkel ist ein cooler Dude. Der irgendwie ein cooles Ding gemacht. Ist aber warum ist Dalu eigentlich so trustworthy? Ist er weniger kann das als Mikkel? Der ist null trustworthy, aber ich verstehe immer noch nicht den Gedanken, warum Mikkel Christian gewählt hat. Da du Mikkel jetzt nicht wählen kannst, macht es ja dann Sinn, aus deiner Sicht, weil du ja dran warst, hier wer an welchen Karten beteiligt war, entweder Jay zu wählen, weil er noch gar nichts gemacht hat, oder Sepp, weil der eine blaue gelegt hat. Oder mich, weil ich auch eine blaue gelegt habe. Nee. Ja. Oder das ist ja doch die Wahl gelassen. Ist halt richtig. Ja. Aber gerade den zu wählen, der schon an der Roten beteiligt war, ob du das jetzt schuld bist oder nicht, Christian, ist ja erstmal irrelevant. Ist für mich eine Entscheidung, die ich nicht nachvollziehen kann. Und deswegen Doch, klar, weil man ja nicht nur Taten hat, sondern auch, was die Leute sagen, ist ja auch wichtig. Ja, guck mal, ich wollte eben Dalu wählen, weil ich nochmal das Gegenprüfen wollte. Also, mit einer zwei blauen Beteiligungen, selbst einen wählt, der bei einer Roten beteiligt ist, ist das für mich immer noch. Okay, weil der Typ hat sich ja schon geproved mit zwei, der wird schon seine Gründe haben. Ja, aber wieso deckst du denn jetzt Mikkel? Guck mal, jetzt weiß. Peter, jetzt weiß ich. Was heißt denn mich? Ganz ehrlich, ich weiß, dass du den Fehler gerade machst. Ich glaube nämlich, dass diese Runde Mikkel der Liberale ist, einfach weil er schon zwei blaue gelegt hat. Und du hackst die ganze Zeit auf dem rum. Ich kann doch nicht mal um eine Ecke denken. Warum soll ich denn.
Mikkel hat es immer noch nicht erklärt, warum er Christian gewählt hat. Er hat noch in keinster Weise das Guck mal, erklärt. Eigentlich wollte ich erst Dalu wählen. Meintet ihr, alle ist kacke? Meintet ihr, dann hatte ich nur die freie Wahl. Dann sollte ich Jay wählen. Und Jay hat die ganze Zeit gelabert, warum man ihn nehmen soll. Weißt du, sonst das ist stimmt, immer so, ach, ihr wählt mich nicht, ihr wählt mich nicht. Lasst mich doch alle in Ruhe, ich sitze in meiner Höhle. Weißt du, ja, dann denke ich, dann nehme ich eben Chris. Nee. Das mache ich schon aus Gründen, dass ich nicht gewählt werden will. Sonst will ich natürlich nicht gewählt werden. Ja, ja weil, macht weil, weil ich wollte jetzt gerade gewählt werden. Er wollte Dalu wählen, dann haben wir dem alle ausgeredet. Also ja, aber warum dann Christian? Warum nicht? Ja, warum Dennis? Also wie wen denn sonst? Dennis hat noch gar nichts. Christian war an der Roten beteiligt. Ich glaube tatsächlich. Ja, Dennis doch genauso. Ja, Dennis hat zwei Rote bekommen. Mich, dann legen Dennis hat zwei Rote bekommen. Stimmt, ich bin noch gar nicht bei Rote bekommen. Ich würde sagen, wir sollten Mikkel auf jeden Fall auch als liberal einstufen, aber wir dürfen ihn auf gar keinen Fall irgendwann mal zum Kanzler machen, wenn es darum kommt, dass er Hitler werden könnte. Das habe ich ja auch gesagt. Weil ich glaube, er könnte auch Hitler sein. Okay, ich werde das einfach weiter machen. Ich wäre jetzt dafür, weil du dich gerade schon wieder so laut nichts passiert ist mit dem Jay. Das finde ich schon wieder erstaunlich. Ja, mach halt, Peter. Klingt das sinnvoll? Ja. Entweder Jay oder Brian. Sinnvoll nicht, aber eine Möglichkeit. Sind alle dafür, Jay zu wählen? Ich bin mir da auch nicht so sicher, ob man mich wählen sollte, weil prinzipiell könnte Peter jetzt mir natürlich zwei rote reindrücken und dann kann er prüfen. Aber Peter hat doch schon eine blaue schon mal mitgelegt. Ich will jetzt nur sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Peter oder Jay Fascho ist, ist momentan relativ hoch. Das liegt aber daran, dass Bram Mikkel relativ gut deckt und da gut einredet. Das heißt, die sind zusammen. Und ich weiß ja, dass ich liberal bin. Bedeutet auch, dass Pete und Jay da ja vielleicht irgendwo eine Dingens bilden können. Ich glaube, Sepp ist liberal und Chris steht halt noch offen. Also ich glaube, dass einer von den beiden lügen wird. Deswegen würde ich Peter jetzt nicht Jay testen lassen, der noch nichts getan hat. Das ist der Grund, warum ich ihn wählen würde. Ja, genau, weil dann kannst du alles mit ihm machen. Ja. Okay, wer war an Blauen beteiligt? Ich. Mikkel, ich und Chris. Und Peter und ich. Ja. Sepp. Entschuldigung, Sepp. Aber du hast doch gerade gesagt, dass Sepp liberal ist, oder? Nee, er ist für mich mehr liberal momentan als viele andere. Also safe liberal. Aber ich finde Sepp auch vertrauensvoll. Ich würde jetzt, da wir gerade über Kreuz so gewählt haben, würde ich tatsächlich, glaube ich, Dalu jetzt wählen. Weil das ich würde Sepp wählen. Um nochmal über Kreuz zu wählen. Nein, was da gut ist. Pete und Jay können sich nicht wählen, weil das wäre dasselbe wie bei Mikkel und mir. Dann wählen die sich gegenseitig. Dalu, ja, ist ja okay. Jay ist bisher im Spiel halt noch null drin gewesen, aber von Dalu, mir aus. Dalu, darf ich gerade noch mal kurz was ein? Wir haben ja gerade gesagt, Jay und Bram haben wir nicht bisher detected. So, ja, genau. Entweder, aber wenn wir Jay nicht nehmen, warum nehmen wir dann nicht Bram? Dann ist das ist doch genau dasselbe. Dann kann Peter Bram in jede Rolle, die er will, aufzwingen. Ja, das kann er bei Jay genauso. Genau, weil er wollte Jay und er wollte nicht Bram. Ja, Jay ist halt hier neben mir und Bram war zumindest schon mal an der Roten beteiligt. Okay, der dann hat zwei Rote bekommen, kann aber auch gelogen gewesen sein. Aber nehmen wir Bram, ich bin für Bram. Wieso jetzt für Bram? Weil ich find, Jay und Dalu arbeiten die ganze Zeit zusammen, das finde ich grundsätzlich immer schwierig. Ich mache überhaupt nicht, ich arbeite mit gar keinem zusammen, haben. Micke, wie dumm bist du gerade? Alter, alleine dafür nimmst du jetzt nicht Jay. Ja, nehme ich nicht. Ich will ja auch gar nicht gewählt werden. Ja, seht ihr, haben wir es doch nicht. Dann nimm Jay. Warum müssen wir uns denn hier beleidigen lassen? Wie schnell Micke jetzt auf den Jay ist. Nein, das ist einfach dumm. Ich weiß immer noch nicht, was gegen Sebastian spricht. Sebastian würde ich sofort nehmen. Den würde ich sofort nehmen. Der sieht sympathisch aus. Gegen mich würde Peter, du kannst ja auch immer noch setzen, wen du wählen möchtest. Ja, aber ich möchte das vorher absprechen. Peter, gegen mich würde nicht krass willkürlich. Warum machst du das jetzt? Ich würde nicht sprechen, Peter, aber Jay und Bram müssen wir halt noch irgendwie confirmen. Willkürlich. Ja, aber Dalu versucht die ganze Zeit gewählt zu werden. Er hat bei Mikkel versucht gewählt zu werden und will jetzt auch, sagt jetzt auch mir, dass die einzige logische Schlussfolgerung wäre, Dalu zu wählen. Ja, oder? Ja, Dalu. Peter, die einzige logische Schlussfolgerung ist, mich zu wählen, ja, im Verhältnis zu Dalu. Und was logisch ist, Peter, was ich dir sagen kann, was hundertprozentig safe ist, wähl nicht mich. Weil ich finde, Bram forciert sich nicht so und Bram wurde halt noch nicht detected. Wir müssen Jay oder Bram detecten. Ja, pass auf, okay. Aber selbst wenn wir das sagst, du warst bis jetzt bei einer Blauen davor beteiligt, ja? Dann heißt, Peter kann ja auch jede Rolle aufzwingen, weil die eine Blaue, bei der du beteiligt warst, da kann ich dir auch alles draus drehen. Gut, wenn er mir aber jetzt eine Rolle aufzwingen kann, habe ich wenigstens noch das kleine Argument, dass ich ja bei der Blauen dabei war. Und ich und dann habe ich dadurch, dass ich das erwähnt habe, habe ich das kaputt gemacht. Wir können Bram und mich erst detekten, wenn einer von uns Präsident ist. Hä? Vorher geht. Ja, weil wir dann die Wahl haben oder zwei rote kommen. Für den Kanzler. Du kannst ja dann einfach eine blaue ablegen und sagen: Ja, ich habe zwei rote.
Ja, ja, aber das macht mich ja dann, wenn ich jetzt da gleich zwei rote hinmache, egal ob ich jetzt eine blaue weggelegt habe oder drei rote gezogen habe, macht mich das natürlich mega fishy. Ist mir schon klar. Aber anders geht's nicht. Wenn ich jetzt Kanzler gewählt werde, dann, oder Bram, dann kann ja Peter uns die Rolle aufzwingen. Andersrum würden wir aber. Ja, dann nimm doch selbst. Ich glaube halt nicht, dass Peter eine Rolle aufzwingt. Ich finde es halt echt krass, wie sehr hier Peter misstraut wird. So ich misstraue Peter halt auch. Aber ich habe ja tatsächlich, gefragt, wen ich am besten wählen soll. Und es gab unterschiedliche Meinungen. Und ich tendiere jetzt aktuell, Dalu zu wählen, weil der halt sehr sich einbringt und ich gerne einfach nur wissen würde, wie er reagiert. Ja, aber Dalu ist doch PTT-mäßig immer am Start. Ich bin immer. Jetzt müsste ja eigentlich Dalus Argument sein, dass du Dalu hier, also er müsste ja jetzt sagen, dass du ihm jede Rolle aufzwingst. Kann er ja nicht. Ich war ja schon mal bei einer blauen dabei und ich weiß ja auch, dass ich Mikkel momentan sehr liberal einschätze und ich denke, dass Mikkel mir da vielleicht auch mehr glaubt als Peter. Ja, das macht's. Ich hab keine Ahnung. Ich probier's mal mit Dalu aus. Ich hab dir die Wahl gelassen, Mikkel. Okay, Peter macht halt. Okay. Und Peter war auch bei einer blauen beteiligt. Yes, sir. Dann spricht er eigentlich nicht so. Vielleicht kommt ja auch eine blaue. Vielleicht ist doch alles cool. Das ist ja. Ja, ja, aber man muss ja trotzdem jede Wahl da irgendwie besprechen. Ja, aber vielleicht ist es auch ganz einfach. Ja, vielleicht ist es ganz einfach. Vielleicht aber auch richtig nicht. Vielleicht aber auch nicht. Kann man noch nicht so ganz entscheiden. Aber es ist ja noch relativ früh im Spiel. Theoretisch müsste eine blaue kommen. Schon ganz schön weit fortgeschritten, ne? Ja, für die Blauen, das sieht sehr gut aus, auf jeden Fall. Nee, auch zeitlich, also so friest das gar nicht mehr. War schon nee, wir sind halt noch nicht mal einmal rum. Wir haben lange diskutiert, diese Runde. Warum? Was habe ich letztes Mal gesagt? Nee, was habe ich zwischen den Pausen gesagt? Dass du Hitler bist, ich weiß. Nee, stimmt. Keine Ahnung. Wir können Jay nicht vertrauen. Okay. Jawohl. Na, guck mal. Jawohl. Ja. Okay, Leute, ja, dazu muss ich jetzt allerdings auch noch was sagen. Das proved mich nicht besonders, denn ich habe tatsächlich... Nein, ich habe zwei blaue bekommen und habe eine blaue weggelegt, weil ich wissen wollte, was Dalu macht. Okay. Ja, also aber ich wollte Dalu-Card proved das nochmal, oder? Ja, das stimmt. Ja, ich finde, das proved Peter viel mehr als Dalu, weil was? Peter erstmal gesagt hat, dass eine blaue weggelegt wurde. Und wenn er Fascho wäre, hätte er sich jetzt wieder seine Macht aussuchen können als Präsident. Nee, das hätte ich nicht, weil ich hatte zwei blaue. Das geht auf gar keinen Fall. Die Tatsache, dass ich das sage, das finde ich natürlich gut, dass du das so einschätzt, weil ich bin halt liberal. Aber genau das kann auch andersrum sein, weil du eh keine Wahl hattest. Du musstest mir auch blaue geben. Ja, das kann sein. Ja. Ja, da das sorgt aber auf jeden Fall dafür, dass die beiden nicht in einem Team sind. Aber ich weiß gar nicht, ich hab so mega Misstrauen diese Runde gegenüber Peter. Wir können auch beide liberal sein. Wieso hast du denn so krasses Misstrauen gegenüber? Weißt du, du bist so mega fishy und ich vertraue Dalu gerade viel zu sehr. Peter und Dalu können nicht zusammen. Ich bin doch wohl richtig gut am Start. Dalu ist und Dalu und Peter sind nicht im gleichen Team. Können wir einfach mal weitermachen. Wieso sind wir nicht im gleichen Team? Nein, sorry. Peter und Dalu können nur liberal in einem Team sein. Sie sind nicht beide Faschos. Das ist bestätigt. Das ist nicht unbedingt. Theoretisch kann Dalu Fascho sein. Und er wollte nicht, dass ich einen proven kann. Und hat deswegen die blaue gelegt. Theoretisch kann Dalu sogar Hitler. Weil ich liberal bin. Stimmt, du hast wieder recht. So, wollt ihr mir allerdings ist das jetzt echt gefährlich, weil da sind jetzt mittlerweile vier blaue. Natürlich also wenn du eine kluge Wahl machst, spricht da jetzt nichts gegen. Mit Peter geht. Geht so, ne? Er kann eine blaue abgeben. Ich habe eine Idee. Ich könnte jetzt natürlich drei rote ziehen, was natürlich nicht unwahrscheinlich ist bei vier blauen. Ach, warte mal. Wir machen das, was wir am Anfang gemacht haben, Jay. Du nimmst Mikkel, weil noch ist ja noch keine Ja, genau, drei roten. Das wollte ich nämlich auch sagen. Ich würde nämlich Mikkel nehmen, weil wenn er wenn ich die Wahl habe, ja, und meinetwegen eine blaue dahin lege und ihm Mikkel die gebe und dann eine rote kommt, dann ist er proven. Böse. Und dann checkst du meine Rolle. Moment. Und wenn du mich als liberal konfirmst. Außer natürlich, ich verarsche. Das ist natürlich, da muss das man ist, natürlich. Das ist nicht proven. Ganz ehrlich, wenn Mikkel jetzt selbst, wenn Mikkel eine rote legt, hat er am meisten dazu beigetan, dass der blaue liegen immer noch. Aber wenn ich die Wahl habe, das meine ich. Oder ich am meisten dazu beigetan. Man kann es doch abschließen. Jay wählt zum Beispiel Mikkel. Mikkel legt rot. Jay guckt meine Rolle. Wenn er mich als liberal confirmed, könnten wir doch immer mich als Kanzler wählen, bis wir gewonnen haben. Nee. Nein, wir wissen doch gar nicht, was Jay außer ist. Außer Jay ist Fascho. Dann würde er mich doch nicht liberal confirmen. Wenn du kannst Hitler sein, natürlich. Dalu. Wenn du Hitler bist und er ist Fascho, würde er dich als liberal confirmen. Ich will doch nur gewinnen. Ganz eindeutig kann ich deren Zweifel sehen. Danke. Aber... Ich kann aber nur sagen, vor allen Dingen, weil Jay mittlerweile noch nichts ist, der kann ja alles sein. Der kann echt alles sein. Deshalb bin ich auch so ein bisschen. Ja, aber verwirrt. Wer ist denn bitte
hundertprozentig proven, dass wir mal endlich da diese zweite rote da. Dalu, aber den kannst du nicht wählen. Deswegen sag ich ja, Peter, hundertprozentig proven. Ja, für mich ist Dalu hundertprozentig proven. Ja, also entweder, das ist quasi wieder das gleiche Prinzip wie beim letzten Mal. Dalu ist gerade für mich entweder ein bisschen wie Christian in der ersten Runde. Du bist halt wie letzte Runde, entweder bist du Hitler oder du bist proven liberal. Ja, aber ich würde doch nicht zweimal das gleiche machen, um ein anderes Ergebnis zu erzielen. Also da ich ja für mich natürlich weiß, was ich bin, finde ich meinen Plan eigentlich immer noch ganz klug, Mikkel zu wählen. Weil dann kann ich gucken, was er ist. Aus meiner Sicht natürlich. Ich aber ihr könnt natürlich auch Nein machen, was ich natürlich verstehen kann. Wenn du Mikkel danach die Rolle nachguckst, ist das genau das. Nein, ich will ihm nicht die Rolle nachgucken. Ich weiß ja dann, was er ist, wenn er mir eine rote legt und ich eine blaue und rote ihm lege. Was ist, wenn du zwei rote hast? Wen confirmst du dann? Ja, das ist nämlich meine große Frage. Da würde ich wahrscheinlich tatsächlich fast random irgendwie einen nehmen. Um ehrlich zu sein. Ich würde Peter nehmen. Das ist so hart, aber Peter ist. Gerne. Ich würde es am liebsten hier offen auf den Tisch werfen. Ich würde Dalu nehmen, also alleine schon, weil er letztes Mal gut funktioniert hat. Entweder ist er liberal oder Hitler. Wenn da halt keine Fascho-Karte kommt, ist Dalu auf keinen Fall Hitler. Ja, oder Jay ist Fascho. Okay, pass auf, dann machen wir das. Pass auf, dann habe ich noch einen Vorschlag. Wenn jetzt rot liegt, liegt erst zwei rote da. Dass selbst wenn ich also liberal oder Hitler wäre, wäre danach das Spiel noch nicht zu Ende. Dann kann man es ja noch einmal testen. Ja, also Mikkel zu wählen, finde ich gar nicht so verkehrt. Wer will mich nicht als Präsident haben, also gefragt? Ah, ich? Nein, Quatsch. Jetzt wähl mich einfach, dann beende ich's. Du bist doch Präsident. Ja, wer will mich nicht als führenden Präsidenten haben von euch? Das ist mir, ich habe bisher noch keinen Grund, dir zu misstrauen. Ja, okay. Hast du nichts zu tun? Ich bin Kanzlerwahl erstmal. Okay. Ne, finde ich interessant, weil, schade. Na gut. Ich misstraue Jay grundsätzlich. Okay, das ist gut. Jetzt ändert sich alles, das hättest du nicht sagen dürfen. Ja, ich weiß, habe ich jetzt verkackt. So, aber Mikkel ist, glaube ich, ein guter diese Runde. Ich finde das nur cool. Bin der Beste. Dass keiner. Oh, das macht mich natürlich. Den Fascho-Unterschied. Das macht mich halt übelst fishy. Aber es hat halt keiner alles sich stimmt, aufgeregt, dass das ich jetzt schlecht. Potenziell die Möglichkeit habe, jetzt dann eine rote hinzulegen. Spannend wird es jetzt wirklich, wenn du Mikkel die Wahl lässt und er rote legt, weil er als Fascho muss er rote legen. Und er dann sagt, er hätte zwei bekommen, aber du hast ihm nicht zwei gegeben. Das könnte jetzt ein krasses Battle geben. Sollte da jetzt noch ein bisschen rumgelogen werden, dass sich zwei Leute nicht einig sind, dann wissen wir, dass einer von den beiden Fasch ist. Das ist schon mal gut, dann nehmen wir einfach aber beide. Aber im Zweifel würde ich dann halt tatsächlich Mikkel glauben, weil der halt einfach schon zwei Blaue gelegt hat. Ja, wir müssen gar keinem von den beiden glauben. Johnny das geht auch so noch. Viel getan, oder? Ja, Johnny hat noch gar nichts gemacht. Mikkel legt jetzt einfach die Blaue und dann ist es zu Ende. Lass uns mal gucken, was passiert. Sagen, ja, ist noch ja gar rot, nicht. Ist ja klar. So, das war jetzt gerne nicht aufgegangen. Wie, also, ist ja klar, es hätte genauso gut die Blaue kommen. Nee, hätte also nicht. Genauso gut, aber. Warum? Keine Wahl. Es wäre auch irgendwo wahrscheinlich gewesen. Problem ist jetzt, ich würde tatsächlich jetzt nicht, gerade immer das noch am liebsten. Durch. Ich würde jetzt immer noch quasi am liebsten Mikkel wählen und gucken. Nein, aber nein, ihr glaubt mir ja natürlich nicht, dass ich hier. Was hast du ihm denn gegeben? Drei rote. Logischerweise, jetzt wäre ich schon voll ausgerastet. Ich hab nur zwei rote bekommen. Ja, eben, also, kann nur zwei also Jay hat gelogen, alles klar. Erstmal aufschreiben. Jay hat gelogen. Wieso glaubst du, dass Jay gelogen hat? Weil Jay Lügner ist. Das war wer möchte, dass ich Mikkel angucke? Die Wahrscheinlichkeit ist Nicht Mikkel angucken. Nein, das macht keinen Sinn. Das ändert nichts. Es ändert an deiner Glaubwürdigkeit nichts. Keine Ahnung. Das ist aber ein Hin- und Hergeschiebe. Oh, guck. Ja, dann. Keine Ahnung. Okay, Christian? Guck Dalu nach, dann haben wir die entweder. Ich sag, guck Dalu nach, dann ist er entweder liberal oder Hitler. Und dann ich finde das spannend, Liberalen. Weil wir hatten weil ja gesagt, dass Mikkel liberal aber Jay kann ja niemanden oder Hitler jetzt. Ist. So, und wenn ich jetzt natürlich Mikkel nachgucke und dann natürlich irgendwas sehe, kann ich auch mal mitspielen. Ich finde das interessant, dass halt potenziell Dalu und Peter gar nicht gut finden, dass ich Mikkel prove. Und das sind zwei. Also, ich sag, und wer ist ja liberal oder Hitler? Stimmt. Wenn du Mikkel confirmst, kannst du machen, was du willst. Sie können auch beide Fascho sein und du deckst ihn. Es ändert dann an der natürlich kann ich Fascho sein, natürlich. Wenn natürlich, du mich jetzt noch mit reinziehst mit der dritten Rolle und du lügst bei mir. Nein, ich meine, wenn du mich jetzt proven würdest, wenn du lügst, dann ziehst du drei Leute in dieses Triangel rein. Das würde sich auf jeden Fall, bevor das Spiel zu Ende ist, noch aufklären. Wenn du jetzt Dalu prüfen würdest und würdest sagen, er wäre Faschist, dann ist er für mich Hitler und kein, also normaler Faschist, sondern Dalu ist dann wirklich Hitler, weil der hat ja zwei Blaue da hingeklatscht. Das heißt, Dalu wird dann einfach nicht mehr Kanzler. Wenn du jetzt sagst, Dalu wäre liberal, ist das aus meiner Sicht relativ klar. Dann, dann wird Dalu geproved. Wobei Jay seine Rolle noch so geht.
Das ist Quatsch und sind die beiden Ja, das werden wir jetzt ja sehen. Ist für mich nur interessant zu sehen, was er gleich sagen wird. Wenn du jetzt sagst, dass er liberal ist, das ist fake. Liberal. Okay, Jadu hat seine feste Meinung, haben wir schon. Also ich bin gerade ganz schön verwirrt. Also niemand war dafür, dass du Mikkel wählst und du wählst trotzdem Mikkel? Warum niemand? Mir war das egal. Der Einzige, der dagegen war, war Dalu. Was heißt denn, niemand war dafür? Und ich war auch dagegen, aber es gab niemanden, der dafür war. Aber Peter, er hätte doch nehmen können, wen er will. Es ist doch scheißegal, was er sagt. Ja, aber es ist halt interessant. Ja, aber hätte er jetzt dich genommen, hätte er gesagt, du bist dann. Ich war zu denken, dass Mikkel Hitler ist. Bei Dalu hätte ich dir geglaubt. Ja. Warum? Warum hättest du mir bei Dalu geglaubt? Ja, weil Dalu bisher halt so viel getan hat. Wie gesagt, entweder ist er Dalu halt, ja, entweder ist er halt, entweder ist er halt Hitler, der versucht, sich da in der liberalen Karten zu verstecken, oder er ist halt wirklich liberal. Na, das wird noch, aber wird nachher noch eine lustige Diskussion. Ja. Ich werde, glaube ich, nachher noch in einer großen Diskussion enden, ob ihr mir glaubt oder nicht. Aber Ram kann doch jetzt mich wählen. Wenn ich entweder Hitler oder liberal bin, dann macht es ja jetzt noch keinen Unterschied. Macht's nicht? Nee, wegen den Karten. Ist ja noch nicht zu Ende. Ja, das Problem. Ey, Mikkel, also, ich bin ganz ehrlich, ich würde am liebsten, egal wenn ich will, nein gewählt wird, damit ich nicht gleich wieder in diese Scheißsituation komme, da drei Rote kommen und ich dann für drei Rote verantwortlich bin. Das stimmt. Ja, Moment, gerade lagen doch schon drei Rote. Aber es gab ja schon drei Rote. Du musst aber daran denken, Bram kann sich im Endeffekt kaum proven, weil er am Anfang ja auch nicht die Wahl hatte. Ja. Richtig, aber er kann sich in dem Fall proven, indem er mir eine blaue gibt, dann ist das Spiel. Ja, was ist, wenn ich drei Rote krieg? Wenn das dann nochmal der Fall sein sollte, dass du wieder drei Rote bekommst. Okay, wen würdet ihr auf keinen Fall wählen? Ich würde gerne einmal kurz einmal Mikkel fragen. Wen findest du denn von dem liberal? Also ich finde Chris liberal, relativ liberal. Chris könnte auch Hitler sein, um mich irgendwie reinzulegen, aber ich finde, Chris hat bisher sehr gut auf der blauen Seite beteiligt. Ich bin halt so ein bisschen am Überlegen, es würde bei Dalu tatsächlich Sinn machen, den als Kanzler zu wählen, weil selbst wenn er eine rote legt, egal, ob er dann liberal oder hier faschistisch geprüft ist, kann er danach, sollte er Hitler sein, nicht nochmal Kanzler werden. Und dann das stimmt, das ist ja schön, dass dann Dalu wieder geprüft ist, aber ich werde dann in den Sumpf reingezogen. Ja, aber für dich reicht es doch nur, wenn du mit Blau gewinnst, oder nicht? Das ist doch du bist doch der Meinung, dass du liberal bist, und von daher ist doch eigentlich nur für dich wichtig, dass liberal gewinnt. Auf jeden Fall, da stimme ich dir zu. Aber pass auf Folgendes, ja? Nee, doch, pass auf Folgendes passiert dann. Danach werde ich den Präsidenten wählen, und die Frage ist erstmal, wen will ich zum Präsidenten? Mich! In der aktuellen. Ja, das macht Sinn. Mikkel. Hey, Peter. Nein, mich. Und ich wähle Chris. Und ich wähle Chris. Wer meinst du, sind die? Nein, ihr drei da nicht sagen. Oben. Aber wieso denn Chris? Ich finde nicht, dass das alles über euch drei abgewickelt werden muss. Wen findest du am liberalsten am Tisch noch? Also, ich finde tatsächlich Mikkel immer noch liberal, weil der halt immer noch keine Rote gelegt hat. Und jetzt von, also pass auf, ich habe übrigens auch keine Rote gelegt. Auf Mikkel wird aber die ganze Zeit eingebischt, der hat zwei blaue gelegt und ist halt von Jay von mir aus geproofed worden, ja. Okay, davon Jay proofen nehmen wir weg, aber er hat trotzdem zwei blaue gelegt. Christian hat mit mir eine Rote gelegt, die andere Rote ist gelegt worden, weiß ich nicht mehr von wem, aber auf jeden Fall nicht von Mikkel. Doch, ich musste sie auch nicht. Sieht das noch einer so? Teilt einer noch Brams Meinung? So, dann guck ich mir halt, ehrlich gesagt, dass Bram sich gerade sehr, sehr Fascho verhält, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil normalerweise, wenn er kurz davor ist, als Liberale das Spiel so zu gewinnen, dann ist er eigentlich immer ganz heiß und sagt, okay, ich ziehe jetzt eh eine Blaue, wir machen das jetzt. Und jetzt kümmert er sich nur darum, wie er von der Gruppe gewählt wird. Ziehen wir jetzt eh eine Blaue, machen das jetzt. Warte mal. Wir nehmen jetzt eine Blaue und machen das. Dalu halte ich nicht für gut. Ich halte Dalu für Hitler oder liberal, also gut. Ich würde mal interessieren, also wenn Bram nämlich mir und Mikkel traut, dann muss er aus meiner Sicht auch liberal sein. Leider möchte der andere Liberale sich da nicht melden. Ja. Wer ist noch der vierte Liberale? Der andere Liberale meldet sich schon die ganze Zeit. Ich habe auf dem blauen Brett unterschrieben. Du hast aber nicht gerade damit gespielt. Oder ich finde immer noch, Peter und ich sind irgendwie liberal und dann gibt es zwei Lager. Also ich bin auf jeden Fall Faschos, liberal. Kann entweder gibt es dann noch die Faschos und die. Ich glaube, Peter ist die Liberalen. Der Peter kann ja nur liberal sein. Anders geht das ja nicht. Ja, warum? Das weil stimmt, Peter aber ich verstehe nicht, warum das so ist. Ja, meinetwegen. Ich glaube, wir werden es bereuen. Kärtchen noch Peter, das sind entweder Jay und Mikkel oder Dalu und Christian. Weil die beiden decken sich halt immer gegenseitig. Vielleicht kommt er gar nicht mehr so weit. Wenn Bram jetzt eine blaue ist, gut, dann ist ja egal. Na, ich weiß nicht, ich kann Dalu schlecht einschätzen. Komm halt, ich blick ja, auch, halt wir sehen nicht dahinter. Einfach so, selbst wenn ich jetzt drei Rote krieg, ja, dann drauf geschissen, dann müssen die restlichen Liberalen halt aus dem Feuer holen. Ist mir egal. Genau. Aber ich komm halt nicht dahinter, welches Lager welches ist. Eins, zwei ist echt oder drei, wer ist heute mit dabei? Da kriegst du ja echt Kopfschmerzen oder. Von. Ich hab bei dem Spiel sowieso generell immer Kopfschmerzen. Der Knaller.
Oh, das ging fix. Ich muss doch mal so viel bei trinken. Ah, oh, nee, ne. What the fuck? Da ist der Fasche. Das war zu erwarten. Also ja, die Wahrscheinlichkeit jetzt, ist relativ hast du eine hoch. Wahl, hast du eine Wahl gehabt? Ich hatte zwei rote bekommen. Warte. Und ich habe eine blaue weggeschmissen. Ah, nein, habe ich natürlich nicht. Wobei, ist eigentlich scheißegal, was ich sag. Also jetzt haben wir halt ein Problem. Also wir dürfen jetzt Hitler nicht wählen. Jetzt müssen wir Nein sagen. Ja, und jetzt ist das Problem noch, ist, dass er mich oder Mikkel wählt. Und da Mikkel potenziell der Hitler sein kann, müsste er mich wählen. Theoretisch. Hä, du hast mich doch gerade geproofed. Moment, ja, ich darf da Dinge verlegen, ja? Ich kann ja natürlich dich auch als Hitler schützen. Ach so. Noch kann jeder. Versteht das auch nicht. Ja, im Grunde dürfen wir jetzt gar keinen nehmen, der irgendwie ausgesucht wird von Dennis. Im Endeffekt dürfen wir jetzt. Aber ist denn, wenn ich jetzt Dalu zum Präsi mache? Wen? Dalu. Mich. Nein. Weil der darf ja eh kein Kanzler sein. Aber der hat ja bis jetzt, ich sag mal so, der hat bis jetzt ja positiv gespielt. Das heißt, er könnte eine blaue legen wahrscheinlich. Und der kann halt nicht, selbst wenn er Hitler wäre, ist egal, weil der ist halt kein Kanzler. Aber er könnte Hitler nehmen. Ja, das Problem ist, ja, deswegen will ich sie absprechen. Ich will ja jetzt gerne absprechen, wen wir als Kanzler nehmen sollen. Das ist halt das Problem, weil theoretisch kann für mich irgendwie fast noch jeder Hitler sein. Ja, wen wird Jay? Aber warum, Jay? Nur für mich zum Verständnis, warum es gibt pass auf. Ich habe ja am Anfang gesagt, Mikkel ist liberal oder Hitler. Wegen den ganzen Blauen, die er gesagt hat. Ja, genau, das habe ich ja auch gesagt. Daraufhin habe ich ihn geproved. Er ist liberal. So, wenn ich jetzt entweder, nehmen jetzt mal die Fassung an, er ist, wir beide sind Faschos, ja, falls das so wäre, dann dürftet ihr auf gar keinen Fall Mikkel als Kanzler wählen. Wenn ich aber jetzt mich proven möchte, nochmal, dann müsstest du mich wählen, weil ich wäre wenigstens nur der Fascho. Weil wir halt tatsächlich wirklich liberal gespielt haben. Ja, und Peter und ich haben nicht liberal gespielt. Deswegen will ich ja die Frage, was denken denn Peter anderen und Sepp? Weil die haben ja auch liberal gespielt und somit wären wir ja schon einer zu viel. Das heißt, ein Lager. Alle liberal gespielt an diesem Tisch, wie immer. Ich glaube. Stimmt nicht, Bram, du Sack. Ich am meisten, du Ficker. Also, wie ich vorhin schon gesagt habe, also Peter und ich sind so ein bisschen so noch außen vor und dann gibt's halt. Wobei Jay Sepp traue ich Nickel? Deutlich mehr als Peter zum Beispiel. Was ich Nickel? Witzig finde. Weil ich traue tatsächlich Bram am wenigsten. Also ich finde Dennis jetzt auch super. Dennis ist halt über. Dennis halt irgendwie über. Jay und Mikkel spielen zusammen und Dalu und Christian. Ja, aber Jay und Mikkel weiß ich das noch nicht. Ich hatte ja auch eh die schlechteste Position, weil ich die den letzten Slot hatte. Ja, das stimmt. Wir können doch eigentlich aber das ist halt doof. Also ich würde Dalu jetzt zum Präsi machen. Ist das okay? Ja, da müssen wir aber, wie gesagt. Ja, dann müssen wir vorher das, wissen. Aber wir müssen dann unbedingt wissen. So, und da ich weder für Mikkel noch für Jay noch für Peter bin, würde ich sagen, wir machen Sepp oder Chris zum Kanzler. Du kannst auch, pass auf, ja, das ist okay. Du kannst auch einfach das machen, indem du Mikkel zum Präsidenten machst und dann Mikkel mich zum Kanzler wählt. Oh, und bitte. Dann. Nicht, ja, was denn? Wir sind doch beide. Nee, pass auf, wir sind doch beide liberal. Ja, das und ist für euch. Du bist auf jeden Fall. Ich finde das komisch, wie du das. Aber es ist auf jeden Fall. Was? Ich finde das total komisch, dass du die ganze Zeit versuchst, dich und Mikkel irgendwie zu erklären. Ich habe eine Idee. Ja, auf jeden Fall nicht Hitler liberal kriegen. Ist durch mich. Also für mich. Ich muss ja meinen dich versuchen zu vertreten. Ich würde Pete zum Kanzler nehmen. Ich nee, auch no, zum no chance. No chance. No chance, Peter zum Kanzler zu machen. Ja, ich bin niemand der, ich bin von euch war dafür, Peter zum Kanzler zu machen. Hä? Niemand ich hab Peter doch zum Kanzler gewählt. Nein, nein, ich meine jetzt so in dieser Diskussion. Manche sagen will Jay, manche wählen Mikkel, manche sagen, ich würde Chris nehmen. Aber niemand nimmt. Ja, ich habe doch oft genug erklärt, gesagt, dass ich halt weder Mikkel noch heißt, Peter noch Jay nehmen würde. Du meinst im Endeffekt, dass niemand forciert gerade, genau. Also Peter ich zum gesagt, selbst wenn er Fascho machen, weil Peter kein Hitler ist. Bram, ist er nicht wenn Hitler. Du mir vertraust und du denkst, dass wir liberal sind, dann musst du Mikkel als Präsident wählen. Das Problem ist. Ja, mir kann genau. Ich dazu nicht sagen. Ja, ich weiß, das Mach das. Mach okay, das. Heißt, also aktuell haben wir den Mehrheitshörer Dalukat, für den ich nicht weiß, wofür der steht, und Jay. Aber der Rest hält einfach die Fresse. Ich überlege gerade den Move von Jay und Mikkel. Nehmen wir an. Nee. Die beiden wären Faschos. Dann, dann frage ich, warum hat Mikkel oder warum hat Jay gesagt, Mikkel ist liberal, um ihm zu zeigen, hey, ich bin. Er hat zwei blaue gelegt. Du hättest ja auch sagen können, so dadurch, dass du Mikkel liberal confirmst mit dem Checken, mit dem Gucken, welche Rolle er hat, hast du Mikkel vielleicht sogar gezeigt, dass du sein Faschokollege bist und er Hitler ist. So, weil sonst würde ja, aber dann will ich doch nicht, dass er nicht als Hitler. Mikkel darf nicht Kanzler werden. Ja, das ist um eine Runde raus. Das habe ich gerade. Ihr könnt auch anders gewinnen. Ich verstehe das. Ihr könnt ja auch anders gewinnen als nur mit Hitler. Wie können wir denn? Indem noch wow, das haben wir noch nie so gespielt und werde ich auch nicht so spielen. Ja, aber man muss ja mal was Neues bringen. Ja, ich finde immer noch bekannt, Peter, Christian und ich sind da irgendwie so die neutralsten von
Ja. Wenig sagt, das stimmt. Pass auf, ich hab eine Idee. Ist ja auch noch niemand Präsident, ne? Also ja, Peter, also Peter wird Präsident, dann kann er nämlich die Kanzler werden. Weil das mir das war ja das, was Dalu vorgeschlagen hat. Tatsächlich habe ich da direkt gesagt, ich finde das eine gute Idee, aber jetzt ist mir halt aufgefallen, okay, das heißt, jetzt die Chance ist höher, dass jetzt ein Hitler-Kanzler wird, töten, weil ich nicht Hitler bin. Ja, ja, aber ich trusted die halt nicht. Ja, ist jetzt, okay, ist okay. Das heißt, ich muss jetzt jemanden wählen. Ich setze das jetzt erstmal ab und dann überlege ich da jetzt erstmal drüber nach. Überlege ich da drüber nach. Finde ich gut. Eigentlich gibt es nichts zu überlegen, wir können das safe machen. Ich bin nicht Hitler. Die Liberalen wissen, was sie machen müssen. Woher soll ich denn wissen, wer noch mitliberal ist? Guck mal, Dalu liegt schon ja. Ich weiß, was Dalu meint. Ich weiß, was Dalu meint. Okay, das heißt, was er muss auf jeden Dalu? Fall nein, oder was? Weiß ich nicht. Es kommt drauf an, wen du als Kanzler wählen willst. Ja, aber du hast doch schon hingelegt, Dalu. Ich hab hingelegt, ja. Ja, Dalu hat denn entschieden. Es spielt keine Rolle. Hast du denn hingelegt? Weil es keine Rolle spielt, wen er wählt. Weil wir ihn nicht wählen. Jeder von oder weil denen, die jetzt noch am Tisch sitzen und gewählt werden können, können Hitler sein. Richtig? Jeder kann Hitler sein! Nö. Jeder du ja auch. Kann nicht. Aus eurer Sicht kann ist wahrscheinlich, dass Mikkel Hitler ist, weil ich ihn decke und er die ganze Zeit liberal ist. Wenn ich Hitler sein also, nee, das ist aus Dalus Perspektive. Ich hasse Mikkel mehr als Dalu. Wenn ich Hitler wäre, würde ich das, würde meine Aussage keinen Sinn machen, weil dann hätte ja, ich aber ja gewählt. Hättest du doch gerade, dann hättest du doch gerade Mikkel als Präsident wählen sollen und Mikkel hätte mich als Kanzler gemacht, Bram. Wir machen das. Warum hast ja, du dann Pete als Präsident gewählt? Weil ich nicht will, dass Peter Kanzler wird, weil ich da auch ein schlechtes Gefühl habe. Ja, Mikkel ist doch nicht Vollidiot. Wir spielen doch zusammen. Meine Mikkel, Karte, die ich jetzt Vollidiot. Schon hingelegt habe, entscheidet, dass ich nicht Hitler bin. Quatsch, das ist gelogen. Ich kann es auch einfach Nein hinlegen und sagen, ich bin nicht Hitler. Du kannst doch Hitler sein, weil ja. du weißt du, wow, jetzt bin ich auch nicht Hitler. Nein, das hat damit nichts zu tun. Hey, die muss liegen bleiben. Ey, die muss liegen bleiben. Ja, das war ja nur. Das war ja mit Ankündigung. Das war eine Metapher. Weil sonst hätte ich doch nicht die Angst, dass Pete aus Versehen Hitler wählt. Weil sonst wäre mir doch kackegal, wer also wählt, wenn bei ich da schon wäre. Bin ich mir noch nicht sicher, aber da würde ich sagen, dann wähle ich nicht. Wenn du willst, Peter, ich dir vertraue, dann musst du mich leider als Kanzler. Ja, aber pass auf. Aber das Problem ist halt, Dalus Theorie basiert darauf, dass er auf jeden Fall gleich gewählt werden muss. Ja. Nee, Dalu ist ja der nächste Präsi. Darauf, der Präsi. Also Dalu will jetzt, dass wir Nein stimmen, damit er dann Präsi wird. Wen würdest du denn dann wählen? Ich. Mich? Ja, das war Peter. Eigentlich mein Plan. Ja, aber die vertrauen mir doch alle nicht. Ja, das liegt aber daran, dass sie andere Ziele verfolgen. Okay. Alle. Nee, Quatsch. Nee. Welche Liberalen vertrauen in Peter? Selbst, okay, der haut die Liberalen nochmal raus. Also ich vertraue Peter nicht. Schon ein bisschen. Ich nicht. Und wieso nicht? Okay. Weil du halt nicht. Du willst dich die ganze Zeit nicht so ein. Wenn du liberal bist, dann redest du viel mehr und du haust richtig auf die Kacke und so. Das stimmt nicht. Ich habe diese Folge sehr viel geredet, aber Peter, du hast vorhin den krassen Monolog sonst. Ist schwer zu sagen. Aber ich finde das. Das ist jetzt wieder das typische. Mal schrei ich rum, mal schrei ich nicht rum. Ich bin aber immer liberal. Peter, wen hättest du denn gerne als Kanzler? Also, das ist ja mal easy, alle nachzufragen. Wen würdest du denn jetzt als Kanzler wählen? Ich finde. Ich finde persönlich Dalus Idee am besten tatsächlich. Jetzt Nein natürlich, zu sagen. Weil du ein Kanzler wirst. Dann werde ich Kanzler und ich vertraue. Ja, wobei. Ja, ich vertraue jetzt mittlerweile Dalu, weil er mir vertraut, logischerweise. Wählt und halt zweimal Nein und wählt dann mich zum Kanzler. Welches sind denn die zwei Liberalen? Die dann noch am Tisch? Was? Mann. Mikkel, sag doch auch mal was. Ich hab voll den Faden verloren. Das finde ich schwierig. Dalu, ja, Jesus, ich, du bist dabei. Hilf mir da. Du musst mich doch wenigstens mit unterstützen in unserem also liberalen Feldzug. Chris finde ich immer noch sehr cool eigentlich. Sepp und Peter finde ich auch in Ordnung. Aber Bram und Dalu finde ich eigentlich Alter. Super. Ich guck mir jetzt schon seit 50 Minuten an die Berggrills. Lass doch zweimal Nein stimmen. Und das dann fand mich. Das finde ich zumindest mal eine alternative Idee. Wenn wir jetzt zweimal Nein wählen, dann wandern die Schilder nicht weiter, Dalu. Ach, scheiße, ist alles vorbei. Ah ja. Seht ihr? Peter, immer noch. Aber dann kann du liberal bist, dann kann Peter. Nee, ja, also, genau, ganz ehrlich, du hast das jetzt so häufig gesagt, Jay. Mittlerweile vertraue ich dir da echt nicht mehr. Ja, dann vertrau mir halt, das ist. Okay, du kannst eigentlich nur Peter, Christian oder mich wählen. Du kannst Christian oder mich nur wählen. Der größte Wahrscheinlichkeit, der Hitler ist. Die größte Wahrscheinlichkeit, dass er Hitler ist. Ja. Ich hab nicht annähernd auch so. Ich hab von mir aus gespielt, als wenn ich Hitler wäre. Nicht annähernd. Wenn man selbst sagen will. Das ist Jay und Mikkel sind auf jeden Fall eine Fraktion. Ich vertraue aktuell am meisten Dalu und Sebastian. Warum denn Dalu? Der war an so vielen Roten mich. An allen Blauen war ich beteiligt. Ich war auch nur an den Blauen beteiligt. Ja, und ich auch. Das stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht. Dalu hat die eine Rote gelegt. Ja. Die hast du mir aber gegeben mit zwei Blauen. Ja, der war beteiligt. Ich dachte, du warst daran trotzdem beteiligt.
Damit warst du auf jeden Fall an Roten beteiligt, Mikkel, Dalu. Peter, mein Freund, Christian, bei dir das Problem ist tatsächlich, dass ich eine Rote hab liegen lassen, weil ich keine Wahl hatte. Schön da. Ja, warte mal. Und du bist sehr wobei das wird ja Hitler nicht machen, oder? Das wird ja Hitler nee. Nicht machen. Okay, Sepp, die Aussage, die Christian, ja? Ich meine, ihr könnt ja sowieso nein stimmen, aber dann die Aussage, die Christian gerade getroffen hat, ich muss jetzt einfach meiner Menschenkenntnis vertrauen, war für mich korrekt. Musst du ja bei jedem. Mikkel, wenn jetzt was anderes, okay, wir müssen jetzt nein machen, ja? Einfach aus der Hoffnung, dass zwei andere. Dass ihr nicht leben. Verliert, ja, das stimmt. Mich da müsst ihr jetzt nein machen. Du musst überlegen, also es bringt. Oh, ich weiß nicht, Jay, willst du mich jetzt auf deine Seite ziehen, oder? Ja, will er wahrscheinlich. Und allein, das allein, merkst du das, wie krass er da war? Ich hab doch die ganze Zeit darüber geredet. Das ist der Knaller, Jay. Außerdem ist Peter ja auch noch Präsident. Hitler, selbst wenn jetzt Hitler drei Rote kommen, darf der genau. Präsident ja immer noch Schub. Ja, aber du genau, könntest halt theoretisch Hitler sein. Aber so wie du das gerade gesagt hast, vertraue ich dir da 100% ja, tatsächlich. Jay hat gerade gelogen. Ich hab kein Stück gelogen. Das liegen alle, oder? Nee, Bram fehlt noch. Also pass auf, meine Theorie ist gerade, jetzt hau Mikkel, mal raus, Mikkel ja? Und Jay haben Nein. Dalu hat Nein da liegen, weil es die ganze Zeit da lag. Nein, also ist meine Stimme jetzt die ausschlaggebende. Ja, das mach ja. Tatsächlich. Mach bitte Nein. Bram, überleg nicht, ob du mir vertraust. Du hast gerade gehört, du hast gerade Christian gehört. Glaubst du, Christian ist Hitler? Glaub ich, Christian ist würde Hitler. Ich, Christian ist nicht Hitler, Bram. Bram, wenn ich potenziell Hitler oder Fascho wäre, warum sollte ich mich Hitler dann so aber aufregen? Nein, wenn das du meinst, ich wäre nicht Hitler, stimmst Chris, du halt mit. Warum genau. Sollte ich mich darüber aufregen, dass jemand easy, anders Bram. Als Kanzler gewählt wird? Ist doch easy, Bram. Das Problem ist halt, Bram. Ich vertraue eigentlich mittlerweile auch Dalu wieder. Nein, Dalu oh, ja, aber das ist doch gut. Dalu vertraut doch mir. Ja, und? Nicht gut. Doch. Das ist doch keine Vertrauenskette. Nee, doch, nee, das ist schon richtig. Schon ein bisschen. Also Bram richtig. Das kann auch sein. Ich vertraue Dalu. Ja dir, Peter. Genau, ich vertraue Dalu, aber dir vertraue ich ja trotzdem nicht. Ja, Moment, ist Dalu denn gegen Christian? Ich bin gegen, egal wer ist. Momentan ist egal, egal wer Dalu ist. Ich vertraue ja Dalu, aber ich vertraue nicht Dalus Kenntnis. Bram, ach so, du vertraust einfach, Dalu, aber ja. Du traust Dalu nicht. Okay, alles klar. Jetzt liegen alle. Bram muss Nein geworden haben. Bram muss als Letztes. Ja, hab ich auch. Ja, das ist wichtig. Alles klar, damit ist das für mich. Okay. So, jetzt kommt der einen vorne. Endlich habe ich den Freunde gefunden. Das hat nichts damit zu tun, ob Chris Hitler ist oder nicht. Das ist leider absolut unklar. Chris kann genauso gut richtig liberal sein, aber es damit war zu riskant. Damit hättest du gerade proven können, dass ich nicht Hitler bin. Es hätte ja, ich bin nur nicht Hitler. Ja, damit hast du mich übrigens, sein. Bram, da du wusstest, dass das deine ausschlaggebende Stimme bist, bist du für mich Fascho. Warum? Ich hab doch gerade einen liberalen Move gemacht. Ja, Moment, ich sag aus meiner Sicht weiß ich halt, dass ich liberal bin. Und da du gesagt hast, du hast die ausschlaggebende Stimme. Ja, genau, und ich vertraue Dalu. Ich vertraue Dalu, der liberal ist. Und jetzt muss am besten ohne diskutieren jeder aufpassen. Was? Sehr gut. Ne. Ne. Ja, natürlich werden jetzt Peter, Sepp und Chris Nein drücken. Never. Das naja, ist so, nee. Der Moment, Jay kann doch genauso gut Hitler sein wie ich. Ich hab nicht annähernd dazu gespielt. Ich hab selbst gesagt, wählt nicht. Ja, ich auch. Wählt nicht mich. Hast ja. Du hast Peter fünfmal nein. Gesagt, wählt mich. Wählt Dalu, mich. Hast du nicht gerade selber gesagt, dass Jay gelogen hat? Oh Gott, es wäre besser, diese Runde zu spielen, ohne zu reden. Boah, Alter. Ohne zu reden? Wieso reden ist wichtig in dem Spiel? Ja, aber das ist hier sagt mehr als 1000 Worte. Ja, das hat gerade schon, diese Abstimmung hat für mich alles gesagt, dass die drei Jahre genommen haben. Ja, aber einer muss es ja für mich noch confirmen. Wieso muss das, egal, macht, was ihr wollt, aber für mich ist das jetzt eindeutig, dass Dalu und Bram die Frage, die anderen Liberalen sind. Die Frage ist, die ich mir jetzt gerade stelle, ist, oder will Dalu gerade sorgen, dass Jay liberal ist, oder willst du gerade proven, dass der auf jeden Fall ein Fascho ist? Die Frage stelle ich mir gerade noch. Dazu wird Dalu sich nicht äußern. Natürlich nicht. Das fehlt einfach, Leute. Das stimmt, das ist ganz echt easy. Gute Sache sogar. Wenn ich jetzt, versteh's nicht. Wenn jetzt Dalu mir die Wahl legt, ja. Aber ich vertraue Dalu. Ja, aber Jay könnte doch Hitler sein. Jay könnte auch Hitler sein. Jay könnte Hitler sein. So wie der vorhin Peter angeschrien hat. Ham, denk drüber nach, du wirst schon das richtige Wort. Das hat nichts damit zu tun, ob du mir vertraust oder nicht. Bram muss echt nachdenken. Denk nach, was Bram, sei nicht dumm. Ja, Mikkel und Peter müssen bin ich jetzt wieder die ausschlaggebende Stimme? Nein. Sei nicht ich dumm, Bram. Ich war vorher der Vollidiot. Oh, Mann, das war eben schon dumm. Das war eigentlich eben schon dumm, ja, das stimmt. Nee, gerade fand ich das klug. Nee. Komm, Mikkel. Nee, Bram, das war nicht klug. Ich bin sehr auf deine Stimme gespannt. Nee, ey, dann bin ich wieder der Monk hier. Achso, Christian, warum blendest du mich gerade für das Ding? Ja, drei andere haben auch noch Nein gestimmt. Ja, das stimmt. Ja, aber die ja, aber nicht, Jay dass die ausschlaggebend sind.
Ja, jeder ist ausschlaggebend. Du bist gerade der ausschlaggebende Faktor. Da versucht er sich natürlich momentan deine nicht. Faschoseite muss, zu ziehen. Dennis, was ist denn gerade dein Gedankengang? Also pass auf, mein Gedankengang ist, wenn Dalu, also ich truste eigentlich Dalu, ja? Ja. So, und ich truste nicht Peter. Deswegen habe ich gerade für Nein gestimmt, weil ich nicht will, dass Peter mit involviert ist. Und ich möchte nicht, dass du Kanzler wirst. Ja. So, das heißt, ich habe Sepp, okay. Sepp noch, wo ich mir denke, wow, cool, warum nicht? Gut, ich selber truste mir natürlich, aber ich kann ja sagen, was man will, das ist immer raus. Und bei Jay weiß es halt noch nicht, aber jetzt versuche ich halt zu denken, was denkt sich Dalu, dem ich truste? Und jetzt will ich gerade überlegen, wenn ich jetzt Nein wählen würde. Der denkt sich, du musst Nein wählen. Ja, genau, wenn ich jetzt aber Nein wählen würde, wäre Christian danach Präsident? Dann könnte der sich aussuchen, wer Kanzler ist, aber Dalu könnte immer noch nicht zum Kanzler gewählt werden. Also ist die einzige richtige Möglichkeit, das hier. Nee. Bitte, Bram, ich hoffe es. Mein Problem ist gerade. Nee, jetzt lass mich mal kurz einfach laut denken. Ohne, dass mich irgendjemand unterbricht. Mein Problem ist, ich weiß, dass Jay mich bisher nicht angelogen hat. Er hat gesagt, ich bin Liberaler, stimmt. Es kann natürlich aber auch sein, dass es voll die fasche Taktik ist, die mich auf ihre Seite ziehen wollen. Ja. Was bei dir ja nicht so schwierig ist. Das ist richtig. Ja, das ist vollkommen richtig. Nicht so schwierig. Also ich muss ich jetzt. Nein, ich vielleicht hilft dir das. Ich habe erst in der geradigen Runde habe ich erst angefangen, Bram und Dalu zu vertrauen. Ja, und erst davor gerade, wolltest du die ganze Zeit gewählt werden. Nicht ein Stück. Vielleicht hilft dir das. Dalu hat gerade. Weil ich halt die ganze Zeit gefragt habe, wer sind die anderen beiden Liberalen? Und das hat sich für mich gerade bestätigt. Mikkel, leg einfach, was du denkst. Sind halt dann die. Wir wollen vorankommen. Ich finde übrigens witzig, dass du dich gerade von dem Kanzler belabern lässt, ne? Ja. Er ist ja noch nicht Kanzler. Ja, noch nicht. Aber das ist ja auch überhaupt nicht wurscht. Weißt du, wenn er jetzt Hitler ist. Ich finde das interessant, wie Christian mittlerweile anfängt so zu shooten, weil als wenn ich die letzte Runde entschieden hätte, als wenn Mikkel jetzt. Nein, Quatsch, du hast auch Nein gewählt. Oder wer hat noch Nein gewählt? Keine Ahnung. Die anderen drei, die auch Nein gewählt haben, haben auch Nein gewählt. Das war tatsächlich ein Fehler, wenn du echt liberal bist, glaube ich. Weißt du, Mikkel entscheidet ja jetzt auch nicht die Runde, weil er als Letzter legt. Der weiß immer noch nicht, was die anderen gewählt haben. Nein, das tut er ja auch nicht, aber der hat halt noch nicht gewählt. Ey, du willst doch als Liberaler diesmal gewählen, oder? Das Problem ist, dass man sich mal belabern lässt. Ich glaube, Mikkels Stimme ist gar nicht mehr so entscheidend. Entscheide jetzt. Dalu hat auch Nein gewählt. Glaube ich nämlich auch, dass Dalu halt Nein gewählt hat. Wenn aber Dalu Nein gewählt hat, wussten der Sinn, damit Christian Präsident wird und Peter und dann macht der wen zum Kanzler? Präsident ist ja nicht ich mach Peter nicht zum Kanzler. Ja, genau, aber wen macht der zum Kanzler? Er will einfach nur gucken, wer hinter Jay steht. Und wenn jetzt einer Ja klickelt, dann ist das doch ganz eindeutig, wer hinter Jay steht. Also hinter einem Fascho. Bei der Geschichte von Jay und Mikkel kann nur Jay gelogen haben. Ob er es getan hat, ist außen vor. Aber lügen konnte in dem Fall ja nur Jay. Ja, und ich versuche jetzt gerade herauszufinden, ob Jay mich angelogen hat. Hast du das gehört, was Dalu gesagt hat? Lügen konnte nur Jay. Und was bist du, Mikkel? Und was habe ich gesagt? Ich bin Liberaler. Weiß nicht mehr, was du gesagt hast. Ja, also, dann musst du doch jetzt überlegen, was du antwortest. Das kannst du ja auch sagen, damit du denkst, wir sind Buddies. Die Runde wäre um einiges geiler und ausschlaggebender gewesen, wenn wir nicht diskutieren. Ja, wenn wir nicht so lange diskutieren, vor allem. Jetzt Mikkel. Mann, ich bin ein bisschen langsam im Kopf. Ja, aber Dalu, so funktioniert das Spiel halt nicht. Ja, das ist richtig, aber. Kannst halt nicht einfach sagen, okay, wählt jetzt mal ohne was zu sagen. Nein, das habe ich ja nicht gesagt. Können wir mir doch das wäre besser, wenn. Ja, bei vier Roten haben wir eine Runde Silence oder so. Schweigefuchs! Schweigefuchs. Das ist schwierig. Mikkel, ich würde gerade gerne meine Karte wechseln, wenn ich ehrlich bin. Ja, logischerweise. Jetzt, wo Dalu immer mehr erzählt hat und so, denke ich mir so, oh fuck, was habe ich da gerade getan? Aber jetzt ja, Bram. Ja, Fascho Bram jetzt hier am Start. Ach, jetzt wieder. Leg ab! Na endlich! So, jetzt bin ich gespannt. Nein, guck mal. Okay. Ja, wir hätten Nein, hätten wir machen müssen, Bram. Deswegen haben wir dir gesagt. Nee, ja, pass auf, also gut. Mein Gedanke ist halt der gewesen, wenn Jay jetzt Kanzler geworden wäre, dann nur weil er Präsident ist, ist nicht gewonnen. Nee, ist noch gar nicht passiert. Also mein Gedanke war, wenn Jay Kanzler geworden wäre, dann hätte man Dalu danach in der Runde zum Kanzler wählen können. Jetzt gerade ist überhaupt nichts passiert. Doch, du kannst Jay noch mal wählen. Die Faschos gewonnen haben. Jetzt bin ich doch von trusted mir keiner mehr aus. Nein, du kannst Jay noch mal wählen. Und jetzt? Was? Als ob dann jetzt, warum sollte denn Fascho Christian jetzt Ja machen? Ja, wenn er danach eine rote legt, dann kann Christian ihn einfach töten. Pass auf, ich bin liberal und ich wollte dich wählen. Es ist ja verständlich, dass die drei Faschos Nein wählen. Und natürlich habe ich Nein gewählt, falls ich mich nicht vertan habe, mit deiner Rolle. Und jetzt kann man es ja nochmal machen. Ja, das habe ich geproved.
Jetzt kannst du ja dasselbe nochmal machen und jetzt wählen die Lebens dann halt ja. Aber wenn Bram sich geproved hat, hä? Dann kann ich doch ihn zu. Ja, also, das war voll klug. Damit habe ich mich gerade, dann habe ich ja doch richtig gedacht, dann habe ich gerade richtig gewählt und ich habe deinen Gedankengang nicht nachvollzogen. Aber du kannst Bram nicht wählen, weil er das Schild auch da liegen hat. Wir beide stehen außen vor. Das stimmt. Ich muss aber den. Stimmt! Jetzt, wo du sagst, Alter, da habe ich gleich drüber nachgedacht, aber stimmt, nur die Faschos wählten gerade nein. Oder? Nein! Nein! Das ist kann nicht, ja nicht richtig. Sein. Doch. Nein. Ja, du hast selber nein gewählt, nein. Christian. Mikkel. Bist du Fascho oder was? Warte mal. Weil Dalu hat doch gerade gesagt, er hat nur Nein gewählt. Damit. Ja, damit falls ich mich vertan habe, weil sonst hätten die Faschos ja gewählt. Weil er Johnny als Lügner bezeichnet hat, die Runde. Mikkel davor. Ist halt wieder der Idiot, der halt Nein gewählt hat. Weil er denkt, er wird verarscht. Nee, ich bin liberal, Freunde. Lasst euch jetzt hier nicht verarschen. Aber Dalu ist bis jetzt doch mega trusted. Warum sollte der denn Jay, wieso glaubst du, Jay voll suspicious ist? Jay wollte vorhin die ganze Zeit gewählt werden. Also verdächtig finde ich Jay auch nicht. Aber macht euch weiter mit euren drei Shoots gegen mich. Ist okay. Macht euch nicht drei auch Shoots. Ich kann mir, also es könnte halt durchaus sein, dass Jay Hitler ist. Noch weniger. Das Einzige, was du glauben kannst, ist, dass Mikkel liberal ist, glaube ich. Also kannst du mal dann jetzt Jay wählen. Gib ihm eine blaue und eine rote und wenn er eine rote legt, dann kannst du ihn töten. Wenn er Hitler ist, wäre er vorbei. Aber ich glaube, Mikkel ist liberal. Dalu, Jay könnte doch Hitler sein. Ja, also er könnte doch Hitler sein. Ich verstehe es nicht. Ja, aber Mikkel könnte zum Beispiel nicht mehr Hitler sein, denn Jay hat Mikkel confirmed als Liberaler. Die dann lass doch jetzt Mikkel wählen. Ja, genau. Ach so, ja, okay. Weil, Jay, das siehst du doch aus eurer. Nein, ich hab doch aus eurer. Okay, aber pass auf. Aus meiner Sicht sind es immer noch Danu, Bram, ich und Mikkel ganz klar liberal. So, ja, und jetzt kommt natürlich von Christian zwei Rote und dann tötet er natürlich Mikkel, weil er sagt, der war ja doch Hitler. Ja, aber dann ist er doch confirmed. Dann bin ich ja confirmed. Wenn ich Mikkel töte, Mikkel ist doch confirmeder Liberaler. Weil das Einzige, was ich an Mikkels Vote gesehen habe, ist Jay. Du hast ihn confirmed als... Seit wann ist denn Mikkel jetzt confirmeder Liberaler bei euch? Nein, du hast ihn confirmed. Du hast ihn als Liberaler confirmed. Ja, selber confirmed, Jay. Aber aus eurer Sicht versuche ich das gerade zu verziehen. Weil gerade in der Runde habt ihr noch was anderes gesagt. Nein, du hast ihn als Liberaler confirmed. Wenn Mikkel liberal ist, oder nein, nehmen wir an, er ist Faschist. Nehmen wir an, er ist Faschist. Und du hast ihn als liberal confirmed. Dann weiß Mikkel, dass ihr im selben Team seid. Und warum sollte er, wenn ich dich wähle, nein machen? Ja, genau. Das finde ich sinnvoll. Mikkel, weh, du verarschst mich und hast einfach den Vote nicht verstanden. Ich verstehe gar nichts mehr. Ich verstehe gerade den Vote, ehrlich gesagt, auch. Ich wollte wissen, ob Mikkel und Jay im selben Team sind. Und das wäre nur auf Fascho-Ebene gegangen. Und dann hätte er dich nämlich ja zum Kanzler gewählt. Genau. Dann wäre ihm das einfach. Aber dann habe ich gemacht. Aber oder das konfirmt ja immer noch nicht. Das kann ja, also okay, das heißt, okay, dann ist ja alles außer gut. Außer natürlich, wir sind eigentlich gut. Gut. Jay also Mikkel und ich sind nicht im selben Fascho-Team. Ja, das ist proven. Ja, und Mikkel ist. Aber Mikkel liberal. Könnte ja immer Mikkel noch. Liberal. Mikkel muss liberal sein, weil du hast gesagt, er ist liberal. Du würdest ihn ja nicht als, also, er hat ja auch gesagt, er ist liberal. Also, er muss ja kein Fascho sein. Natürlich ist er liberal, weil ich das ja auch gesagt habe, dass er liberal ist. Ja, aber das ist jetzt noch anders geproved. Es sei denn, Mikkel hat dir einen ganz miesen Zug gemacht. Ja, keine Ahnung. Ich hoffe nicht, mein Freund. Keine Ahnung, was ich glaube. Ich weiß halt nicht, ob das gut ist. Ja, das ist so oder so, ist das scheiße, wer von euch da, von Chris oder Sepp Präsident ist. Von daher können wir auch jetzt ja machen. Hä? Also, ich glaube zumindest, dass Christian nicht wegen dem Schießen. Wenn wir jetzt Nein stimmen, kriegen wir automatisch. Mikler? Bist du Mikler? Nein, ist er nicht. Du bist? Ja. Ist er nicht. Ja, weil Jay nämlich hab Hitler ich doch gesagt. Ist. Ja, Jay weiß das nämlich. Ja, wow, Alter. Alter, ich sag schon, ich bin gleich tot. Das ruckelt. Merkt das schon. Christian wird mich gleich ganz schnell bestimmt töten. Nicht mehr. Damit ich nicht mehr groß shooten kann oder mich aufregen kann. Also, und dann, selbst und dann wenn haben die, jetzt rot gelegt wird, müsste ich es überleben und ihr müsst mich wählen. Gewonnen. Ja, denke ich auch. Bei dem Chris ballert mich einfach über den Haufen. Mittlerweile ich denke, Christian wird mich gleich töten Kopf und dann sollte verwandt. Er Bram, solltet ihr bitte. Nein, die Runde ist gut. Mikkel. Bitte lass es einfach blau sein. Chris, wie du knallst mich. Jetzt nein, der knallt mich nicht ab. So klar. Hättest du gerne blau gelegt. Mikkel, du hast die Wahl gehabt, das Spiel zu gewinnen. Nein, nein, hatte ich hatte keine nicht. Wahl. Ich hatte keine Wahl. Spielt hatte keine er Rolle. Das ist gelungen, Chris ist es. Sag mir. Er spielt keine Rolle. Chris ist es. Verdammte Scheiße. Leute, spielt keine Rolle. Jetzt alles geproved in der kurzen Zeit. Spielt immer noch. Christian Mikkel hätte das Spiel beenden können. Nein. Natürlich. Nein.
Es spielt keine Rolle. Mikkel und ich können Mikkel nicht. Hätte das Spiel gerade beenden können. Es geht nicht anders. Die Frage ist, Mikkel, was ist Hitler? Wir haben gerade schon bestätigt. Nein. Er war ja nicht, geht ja nicht. Aber es ist egal, was die beiden gemacht haben. Okay. Ihr müsst jetzt zweimal Nein wählen. Wir müssen jetzt zweimal Nein wählen. Warum müssen wir jetzt zweimal Nein wählen? Ja, damit du dran bist, damit, oder was? Ja, damit ich Präsident bin, Dalu und Bramnat sind. Ist ja wohl, jetzt ist es ja wohl eindeutig, dass gerade, weil Christian gerade Mikkel getötet hat, dass ich Dalu und Bram liberal sind. Wir müssen jetzt zweimal Nein wählen. Jay wählt mich zum Kanzler. Ja. Und dann ist oder okay. Bram. Ich werde Bram wählen, weil du... Nein, jetzt ist egal. Wir drücken zweimal du, Nein. Du, Jay, wieso drücken wir jetzt zweimal Nein? Ups. Wieso drücken wir denn jetzt zweimal Nein? Jay, ich bin noch liberal. Wenn Christian der Fascho ist, mal. Dann sind Sepp also und Bram noch die Faschos. Peter, das hat sich... Peter, Brammen und... Peter, Chris... Und Sepp sind die. Nein, ich bin nicht Fascho. Wir sind nicht Fascho, Jay. Sepp vielleicht. Egal, wir stimmen nein. Christian ist der hundertprozentige Fascho. Bram muss Bram hat nicht gelegt. Sorry, ich habe zu früh umgelegt. Ich finde die Idee voll gut von Jay. Jay, ich bin voll auf deiner Seite. Wir machen das genauso. Du wählst dann aber bitte Dalu und nicht Bram. Ich dachte. Hä, wieso wählen wir jetzt nicht Bram? Wieso wählen wir nicht Bram? Das habe ich jetzt auch nicht verstanden. Nein, jetzt kann ich mich nicht mehr ändern. Ja, egal. Aber ist egal. Ihr habt ist ja. Egal. Gut, die Faschos haben gerade Ja gesagt. Ich sag es euch. Was? Nein. Peter, ich dachte, wir sind weniger am Tisch. Peter will mich nicht mehr mit Sepp und Chris im Team. Nein. Ich hab nämlich. bin ich nicht mehr. Das ist aber interessant. Aha. Das ist jetzt wieder interessant. Also, Jay, wir können das gerne so machen. Aber nimm nicht Bram. Ohne Spaß, nimm nicht Bram. Wir können das gerne so machen. Pass auf, wir müssen. Ja, dann wähl jetzt auf jeden. Moment. Moment. Chris du bist gelogen doch, du bist oder doch. Hat Peter darf du bist doch. Christian hat auf jeden Fall gerade gelogen. Nein, Mikkel hättest du doch fucking Spiel das für uns kann nicht, können. Das kann nicht sein, weil wir ja schon vorher herausgefunden haben, dass Mikkel und ich nicht im Fascho-Team sind. Das haben wir gerade herausgefunden Mikkel, mit dem Nine-Proof. Doch, das hat Dalu gemacht. Ihr wart nicht im gleichen Fascho-Team, das soll aber heißen. Nein, es gibt nur ein Fascho-Team oder nicht. Chris nee, hat eine Sache gemacht, Faschist und Hitler. Chris hat immer noch eine Sache gemacht, die ich hinterfragen würde. Wo ich gerne Antwort wissen will von Chris. Wenn ich Hitler wäre, weil ich kann nur noch Hitler sein in der Konstellation, weil Mikkel ja tot ist, dann hätte ich ja Mikkel 100% hat dann erzählt, dann wüsste ja Mikkel, dass er auf meiner Seite ist, weil ich ihn ja dann gedeckt hätte die ganze Zeit. Nein, jetzt kommt aber der Move von mir und deswegen glaube ich nämlich Chris nicht. Chris, du Mikkel, kann man nicht glauben. Nein, pass auf, wenn du Mikkel rot und blau gegeben hast, ne, und er sagt, du hättest das Spiel beenden können, und er legt rot, dann wusstest du gleichzeitig, er ist nicht Hitler, weil das Spiel zu Ende wäre. Genau. Und du wusstest, dass Jay ihn deckt und knallst nicht Jay ab, der vielleicht Hitler sein könnte. Du knallst einfach Mikkel ab, obwohl er dumm war, den Fascho ignorieren können. Wir können, wenn Jay dann halt Hitler ist, müssen wir doch Jay einfach nicht wählen. Aber wir hätten ihn töten können, dann wäre es vorbei. Mikkel konnte aber nicht Hitler sein. Ja, Moment, aber es kann ja genauso gut sein, dass Jay nicht Hitler ist, dann hätten wir auch genauso nicht gewonnen. Aber dann hätten wir zwei Faschos. So haben wir auf jeden Fall, ja, aber so haben wir doch auf jeden Fall einen Fascho gekriegt. So haben wir nur ein Fascho und mit Jay hätten wir einen Fascho, der Hitler sein könnte. Genau. Und der andere, der wäre approved gewesen. Genau. Und Mikkel wäre ja eh confirmed. Das wäre doch alles. Ja, das stimmt, da hat Dalu völlig recht. Deswegen glaube ich dir nicht. Gut, aber Jay könnte vielleicht doch genau vielleicht dann liberal sein. Vielleicht war bei Jay einfach besteht ja immer noch Jay die Chance. Kann nicht liberal sein, weil er sonst nicht Mikkel als liberal bei Jay besteht doch zumindest pass auf, Chris, bei Jay besteht doch zumindest die kleine Chance, dass er aus mehreren Sichten könnte Jay liberal, Hitler oder nur normaler Fascho sein. Bei Mikkel war für mich bestätigt, dass er auf jeden Fall Fascho ist. Das heißt, ich nehme einen Fascho auf jeden Fall raus. Ja, aber das wäre dann und Jay. Die Wahrscheinlichkeit. Ja, aber was ist, wenn Jay liberal gewesen wäre? Warum sollte er dann ein Fascho als liberal konfirmen? Genau, er hat seine Karte gesehen. Ja. Er hat Mikkels Karte gesehen. Christian hat sich damit kaputt gemacht. Das war der Fehler. Er hätte Jay erschießen können, weil Jay Hitler sein könnte und Mikkel nicht. Ja, wir haben jetzt aber die problematische 3 gegen 3 Situation. Nein, aber das sieht doch wohl jeder an dem Tisch. Ja! Nee, das sehe ich auch so. Warum setzt sich jetzt Sepp bitte auf die Seite? Na, weil das Dalu völlig logisch ist. Und gerade wird Peter noch auf Dalu in meiner Seite. Egal, was passiert ist, Jay muss mich wählen. Dadurch, dass, vielleicht hat Chris am Anfang nur einen Fehler gemacht. Verdammt, bist du Hitler jetzt? Und willst, versuchst mich zu verarschen? Ich helfe dir gerade, Jay. Können wir bitte einfach weitermachen? Ja, es muss jetzt weitergehen, oder? Ja, spielt keine Rolle, wen du wählst. Kannst du verstehen, dass du sagst, nein. Ich bin Präsident. Peter ist Präsident. Ich wähle jetzt, ich tue so, als wenn ich Bram wählen würde. Ja, ihr müsst jetzt nein.
Stimmen wir damit nein? Kann ich damit ja stimmen? Ich verstehe noch nicht, warum wir Peter jetzt auch nicht trusten. Aber gut, ist okay. Weil dadurch, also ich kann mit ja stimmen, ohne dass ich jetzt gewählt werde, ja? Alles klar. Okay. Weil dann habe ich ein gutes Gefühl. Okay. Hättest du noch gar nicht gelegt. Aber okay. Na, jetzt steht das hier wieder richtig. Das haben wir noch nicht zurückgestellt. Kraft hat man sich vorher einen. Kraft vor. Nein, das hat doch gerade schon ganz. Das ist der zweite vielgeschlagene Wahlgang. Das ist der zweite vielgeschlagene Wahlgang. Komm, wir machen jetzt nochmal. Wir lassen uns jetzt aber nochmal alle nein, dann lassen wir doch Schicksal ankommen. Nein. Jay? Der potenziell mir auch egal, weil dann würde ich auf jeden Fall Christian erstmal. Nee. Was? Auch schwierig. Ich hab dich nicht die sind alle dran, ich hätte dich töten sollen. Hey, Christian, du brauchst dich gar nicht, du brauchst mich gar nicht versuchen, auf deine Seite zu ziehen. Ich weiß doch, dass du es bist. Bist du jetzt Jay töten, ja, wenn du liberal bist? Weil dann wäre Jay ja Faschung. Boah, geil, komm, Jay, mach jetzt einen Abfuck-Move. Jay? Mach jetzt keinen Ja, dann töte mich. Dann leg ich eine rote dahin und kill mich. Ich meine, der geile Shit ist ja, wenn Jay jetzt, sagen wir, keine Ahnung, zum Beispiel nochmal mich wählt, wir stimmen dann nochmal alle drei nein. Die Frage vielleicht bin ich ja auch dann. Hitler, dann gewinnst du. Wähl doch einfach mich und wir legen und was? Nicht, was? Aber wenn, pass auf, aber pass auf, ganz ehrlich, ja, wenn Dalu sagte, Jay ist Fascho, dann würde Fascho, Jay jetzt zum Beispiel wieder mich wählen oder Sepp oder Peter. Jay kann nicht Fascho sein, weil Chris einen Fehler gemacht hat. Jay ist auf keinen Fall Fascho, Dalu ist nicht Fascho, ich bin nicht Fascho, die anderen drei sind Faschos, du musst jetzt Dalu wählen. Hä? Moment, wieso Peter, bist du kein Fascho? Peter, und Spaß, du bist so Fascho? Aus meiner Perspektive. Seit wann bin ich denn aus deiner Perspektive Fascho? Ja, du bist leider der Letzte, der übrig geblieben ist. Tut ja, danke leid, schön, Peter, super. Ja, Christian, wen sollte ich denn wählen als Kanzler? Wow, Peter. Sind es doch beide noch? Dalu. Verstehe ich gerade die Welt nicht. Wobei, bei Dalu war am Anfang immer das Problem, entweder ist er liberal oder Hitler. Ja. Und wenn er dann nicht Hitler ist, immer noch ist er liberal. Die eine Aktion gerade hat euch doch confirmed, dass hier noch ein Fascho am Tisch sitzt. Hundertprozentig. Ja, muss ja eh, weil nur einer tot ist. Mindestens zwei. Von denen, die confirmed sind. Ich meine, von denen, die hundertprozentig confirmed sind, haben wir hier einen. Das, und wir wissen auch, wer. Ja, Chris. Ja. Dalu. Peter. Achso. Alles klar, Sepp. Ja, eben. Ja, ich bin auch für Sepp. Wenn, je länger du zögerst, desto mehr machst du dich zu dem Pit. Oh, ich hoffe das. Überlege gerade. Ein bisschen Kopfschmerzen. Das ist übrigens die erste über eine Stunde Runde. Ja, ohne Scheiß. Du confirmst Micke liberal. Wenn du liberal bist, dann weißt du ja, dass Chris gelogen hat. Richtig? Ja, aber wir wissen trotzdem noch nicht, ob du liberal bist. Das ist das Problem. Das ist das Problem gerade. Aber ich versuche Jay das nur gerade zu erzählen. Vor allen Dingen hat... Wem nicht, ich bin auf keinen Fall Hitler. Ich bin schon wieder der Vollidiot, der nachher das Spiel entscheiden wird. Das regt mich schon wieder auf. Ich bin auf keinen Fall Hitler. Ja, ja, das hast du mir auch gesagt und ich hab dir vertraut und du, ich glaub dir das ja, auch, du Motherfucker bist. Ich bin auf keinen Fall Fascho, ey. Nein! Aber nein! Ja. Da hab ich halt einen Fehler gemacht. Also Jay und Chris sind nicht im selben Team. Hundertprozentig. Glaube ich auch. Dann hätte ich ja Jay Dafür haben die beiden gegenseitig zu viel gelabert. Wieso denn jetzt? Wieso nimmst du denn nicht Dalu? Nee. Was? Was? Peter? Nee, Peter nicht. Das kommt doch jetzt nie zustande. Die Faschos werden sowieso nein stimmen, weil die wissen, dass ich liberal bin und du liberal bist. Und Dalu, ja, aber selbst wenn der jetzt noch ja stimmt, bringt das auch nichts, weil das wird jetzt eine Nein. Aber dann kann, kann Jay einen lassen töten. Lassen wir es auf den Zufall ankommen, aber da kann Jay einen töten. Dann haben wir gewonnen. Da kann Jay einen töten. Ja, aber oder, Dalu, egal. Aber selbst wenn du jetzt auch ja legst, ich leg ja, dann sind es drei ja gegen drei nein. Das ist ja, egal. Also wir legen ja dann trotzdem random. Nee, ich leg ja, weil ich natürlich die Hoffnung habe, dass zufällig noch jemand. Nein, aber wir kriegen ja eine random Karte. Ja, das ist richtig. Und Jay kann dann töten. Darauf spekuliert er wahrscheinlich. Das ist, wobei ich dann noch nicht weiß, wen er tötet. Wenn Jay Fascho ist und töten darf, dann ist vorbei. Weil dann sitzen Aus deiner Sicht, Dalu, müsste er sicher selber töten. What? Okay. Ich check's nicht. Jay hat Ram, ja komm. Du zuerst. Ich hab nein. Ist ja egal. War mir klar. Sehr gut. Okay, schade. Ich hatte gehofft, dass mehrere vielleicht ja machen, damit man vielleicht Peter als Hitler-approved oder sowas kommt. Fuck! Scheiße! Was? Peter als Hitler-approved? So, Jay, wen killst du? Gesagt. Ja, aber wenn er dann. Hä? Gibt's wenn aber, Hitler, ab jetzt gibt's noch ein Vetorecht oder so, wa? Ich muss das nochmal gucken. Jetzt gibt's Vetorecht, ja. Jay killt Mikkel. Jay sagt, Mikkel ist liberal. Ich hab nicht Mikkel gekillt. Jay hat Mikkel getötet. Nein, Entschuldigung. Jay sagt, Mikkel ist liberal. Confirmed. Chris sagt, er hat Mikkel getötet, weil er die Wahl hatte und rot gelegt hat.
Natürlich. Aber wenn das der Fall gewesen wäre, hätte Chris Jay erschießen müssen. Und da ist der Knackpunkt. Das sehe ich immer noch nicht so, weil Jay immer noch liberal sein kann. Aber warum sollte er dann den Faschisten liberal konfirmen? Genau, das verstehe ich halt auch nicht. Warum sollte ein Faschist killen? Und warum hast du dann Mikkel gekillt, ist für mich so die große Frage. Weil ich auf jeden Fall einen Fascho damit weggemacht habe. Ich finde das witzig, dass jetzt selbst die Faschos offenbar auch gegen den Fascho-Kumpel schießen. Ja, die haben halt gemerkt, dass Christian den Fehler gemacht hat. Das ist ja halt das Problem. Aber jetzt Jay, weiß ich nur nicht, wen ich töten soll. Aber entweder du gehst auf Hitler. Also Christian ist halt auf jeden Fall Fascho. Ja, aber dann haben wir wieder ein positives Gleichgewicht und können die Wahlen bestimmen. Als ja, aber ich weiß aber nicht, gewinnen, wer ja von euch noch Fascho ist mehr. Ich bin total hin und her gerissen. Sepp und Brimm! Was? Ohne Spaß, mach Peter weg. Ja, für den aggressiven Ton. Aus Dalus Sicht müsstest du dich ja selber töten. Ja, ne. Aus ja, wäre doof. Dann ja, das will auch nicht mehr. Da hätten wir ja Hitler gekillt. Da das hat sich ja jetzt an den Karten nichts geändert. Das ist doch die Aussage, wenn du die Wahrheit sagst, muss Jay Fascho sein. Wenn da du aber diesen Fehler gemacht hast, geht das nicht. Du hast dieser Kleinigkeit, dass du Mikkel erschossen hast, hat dich zum Fascho gemacht. Ja, aber Mikkel hat im Endeffekt das Spiel nicht beendet. Da war für mich klar, alles klar, Mikkel muss weg. Ja, aber dann ist Mikkel doch immer noch nicht Hitler gewesen. Aber dann habe ich halt Hitler, nur nicht nachgedacht. Ja, genau, das kann Sepp halt, das ist raus. Ist Jay hat Sepp gekillt. Bist du Hitler, Sepp? Wahrscheinlich nicht. Shit. Ja, aber 50-50, Jay. Kannst warum 50-50? Wer wären die anderen 50 gewesen? Bram, in meiner Perspektive. Ich bin sehr gespannt, ob er Fascho bin. Fascho ist oder nicht. Das Problem weil ist jetzt, ich Jay vertraue, Dalu vertraue und dann bleiben nur noch die das anderen. Das Problem ist jetzt, sagt Chris die Wahrheit. Ja, genau, wenn du Jay vertraust und Dalus vertraust, ja, dann bleiben nur noch zwei Leute übrig. Aber ich weiß ja, dass ich liberal bin. Ja, aber dann sind doch schon zwei tot. Ja, ich weiß, ich bin mir sehr sicher, dass Christian nicht Hitler ist. Also, ja, das ist entweder du oder Sepp. Und deswegen glaube ich, halt, du bist Hitler. Das Problem ist, ich weiß nicht, wer mein anderer Kollege noch ist, meine anderen beiden. Das weiß ich nicht. Das siehst du? Das ist mein Problem. Außer, dass das du Fascho bist. Das weiß Hitler ja von vornherein. Ich weiß, dass du Fascho bist. Das ist doch gut. Wie gesagt, ich kann mir auch gut vorstellen, dass Chris einfach nur darüber nicht nachgedacht hat und trotzdem die Wahrheit gesagt hat. Hab ich auch nicht. Aber das ist halt, das war dumm. Ja, dann war es vielleicht dumm. Wie oft sind in diesem Spiel schon dumm entschieden? Ja, das niemals, ist ja niemals, das niemals. Misch mal ganz kurz. Das ist doch absolut nichts Schlimmes, aber es ist halt jetzt ausschlaggebend. Was okay, das heißt eigentlich wäre es doch am besten, wenn ich Peter jetzt zum Kanzler mache. Nein, und warum stimmt, nicht mich? Pass auf, weil Peter meint, ich wäre ein Wichser. Das stimmt. Ja, Bram, das Vetorecht funktioniert nur, wenn wir beide Ja sagen. Genau, deswegen ja. Wenn du mir zwei Rote gibst und ich sag Veto, dann sagst du Nein, dann habt ihr gewonnen. Warum wir? Du kannst Peter nicht wählen, weil einer von euch beiden muss Fascho sein. Von der Anzahl her am Tisch. Wenn jetzt ich verstehe gar nicht, warum ihr okay, dann heißt nach deiner Zählung sind jetzt gerade zwei Liberale schon raus, ja? Wenn zwei Liberale raus sind, ist eh vorbei. Ja, dann ist eh vorbei. Dann musst du gar nicht mehr spielen. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Warum wählt ihr nicht mich? Wählt ihr nicht mich? Ah, nee, geht nicht. Also Chris oder ja, Jay? Dalu, sorry, ich kann ja nicht. Also Jay, du bist Quatsch. Dalu, du bist immer noch für mich. Entweder bist du liberal. Wieso wollt ihr überhaupt gewählt werden? Leute, das Vetorecht funktioniert nur, wenn Bram auch zustimmt. Ja, ich weiß aber nicht. So. Ich habe gar keine Ahnung, wer ich will Fascho Pete. Ist oder wer nicht. Ja, das wäre noch okay. Ja. Nein, nicht das Peter. Das wäre okay. Ja, natürlich. Ich kann auch sagen, das ist okay, wenn ich das bin. Peter war noch nie okay. Wir haben bei Peter immer Nein gestimmt. Aber Bram, denkst du eher, ich bin Fascho oder denkst du eher, ich bin liberal? Von der Frage her. Das spielt keine Rolle. Das ist das gleiche wie vorhin. Ich glaube eher, dass du lieber liberal bist, aber ich glaube trotzdem natürlich mit Peter erst. Okay, pass auf, dann machen wir es einfach so. Wir wählen jetzt trotzdem Nein. Und wenn ich Präsident bin und wenn du ja denkst, ich bin liberal, dann muss ich ihm ja nur die Blaue geben oder die Blauen geben und dann ist ja vorbei. Oder wen würdest du dann noch nehmen? Ich würde Jay dann wählen. Aber Jay oder Chris lügt. Ja, aber Chris lügt ohne Spaß. Der hat Mikkel einfach gekillt. Wenn der Jay gekillt hätte, ja? Er hat vielleicht nicht drüber nachgedacht. Ja, das mag ja sein, aber also Peter vertraue ich halt auf keinen Fall. Dir vertraue ich. So, und dann stellt sich ja für mich die Frage, Jay oder Chris. Und dann habe ich mich jetzt für Jay entschieden, da bleibe ich jetzt bei. So, weißt du, das ist jetzt so 50-50 irgendwie. Und dann, man muss sich ja für eine Seite entscheiden. Langsam glaube ich, dass Chris sich einfach nur vertan und Chris der Gute ist und Jay nicht. Ja, langsam muss man einen wählen, zumindest. Definitiv. Ja, komm, dann wähl ich jetzt Jay. Hat hier gerade geklingelt? Tut mir leid, ich vertraue Bram so oder so nicht, deswegen kann ich da jetzt nur Nein stimmen. Und Jay ist weg. Und Jay.
Nimmt diese Wahl nicht an. Weißt du, da steht er gerade auf und nimmt klingelt das Telefon. Wie geil ist das denn jetzt? Oh. Das ist der Wecker. Das ist so eine Die Alternative, die ich gewählt hätte, wäre halt Christian gewesen, aber den darf ich nicht wählen. Warum denn nicht da, Lukas? Weil du entweder liberal bist oder Hitler. Oh Gott, ey. Da steht die Johanniter jetzt vor meiner Tür. Ich raste aus, ey. Ja, gib den Tritt in den Arsch. So, ja, ich hab keine Zeit. So, jetzt ist die Frage. Ich weiß nicht, wie ich vertrauen kann. Mir ist halt egal. Muss halt selber. Das ist mir mittlerweile egal. Wenn ich da nicht mehr durchblicke. Oh Mann! Ich weiß es nicht. Oh Mann. Es gibt zwei Fraktionen. Es ist ich weiß nicht, wer wer ist. Bram und Jay, aber zu wem gut, gehe aber selbst, ich? Selbst wenn du jetzt, wie gesagt, mir nicht vertraust, dann will trotzdem, wie sagt Jay. Nein, Jay ist, Jay ist der Gute. Ich glaube schon, dass der Gute ist. Dem ist jetzt nur noch eine Stunde einfach zu anstrengend geworden, darüber nachzudenken. Ja, aber ich habe auch keinen Bock mehr dagegen zu reden, weil ich rede eh gegen Wende schon seit der ganzen das. Runde. Schon ich seit glaube, Anfang. Dass Chris nur einen Fehler gemacht hat. Ich glaube, dass Chris einfach nur nicht nachgedacht hat. Nicht. Okay, da weiß ich auf jeden Fall, dass ich. Also, wieder bei den beiden. Ich bin halt. Ich glaube, dass Jay der Gute ist. Danach kommt random, Leute! Seid ihr wahnsinnig! Jetzt wird das Spiel entschieden quasi. Ja. Ich glaube, Chris, er hat einen Fehler gemacht. Nein, das nein, ist nein, es. Nein, ich habe einen sicheren Fascho gekillt. Ja, aber Jay wäre auch Dalu, sicher dann gewesen. Sind das tatsächlich Dalu und Christian. Es ist egal. Ich habe lieber die Situation, als dass jetzt random kommt. Bist du Hitler? Ja. GG. Nein, ich bin nicht Hitler. Ja, sag ich euch ja. Er ist nicht Hitler, aber er ist Fascho. Das ist nein! Das dann ist Peter Fascho oder Hitler. Nee, ich bin nicht Fascho. Ist er doch liberal? Oh Gott. Ist eh egal, Dalu, ist eh egal. So, nee, Wir können veto. Ich kann veto sagen. Ja, vielleicht ist beide, wir beide müssen das bestätigen. Ja, Moment, ihr beide müsst das bestätigen. Du sagst, du willst ein Veto und ich sag, ja, ist okay. Ich kann auch sagen, nö, will ich nicht. Was? Du sagst, du kriegst jetzt ja zwei Karten von mir. Du sagst ja. Veto. Dann sag ja. Ich nö. Oder ja. Also, aber, hä? Und wenn ich jetzt eine blaue lege und du sagst nö, dann... Wieso, nein, wenn du was legst, dann willst du ja kein Veto. Falls du einfach eine blaue hast. Dann legt er jetzt einfach eine rote. Du willst kein Veto! Oh, nee, ich sag es... Das ist jetzt eine rote. Das ist doch klar. Ihr seid so dumm. So. Also ihr seid so dumm. Ja, was heißt denn so dumm? Die Alternative wäre random gewesen. Ja, die war immer noch besser. Und hey, random wäre auch dreimal rot. Und da müsste ich jetzt sagen, Veto oder was? Ja. Du hättest zwei Karten. Ach, ich hätte vorher schon Veto sagen müssen. Ja, Christian. Ach so, ja, das musst du mir natürlich auch sagen. LOL! Christian, ich dachte die ganze Zeit, ich war so fest, aber du hast gesagt, das ist Jay. Alter, ich hab dich am Anfang zum Kanzler gemacht, wo ich mir dachte, du proofst jetzt direkt erstmal Bram mit Dalu, der blauen Karte. Dalu, das war richtig dumm. Genau, ich dachte mir so, proofst jetzt erstmal Bram, weißt du, gibst ihm eine blaue, der Licht eine blaue ist, Hitler erstmal proof. Da habe ich halt drei rote gezogen. Das war mir auch so. Das war halt scheiße. Was halt dann kacke war, dass du mich an der einen Stelle nicht zum Kanzler gemacht hast. Ich habe echt geglaubt, Chris hat einen kleinen Fehler. Weil deine ausschlaggebende Stimme, ja, hätte das Spiel schon da beendet. Weil deine ausschlaggebende Stimme wäre halt schon gut gewesen. Aber Jay konnte ich eigentlich auch nicht töten. Weil, wie hätte ich dann die rote Karte gerechtfertigt? Ja, das stimmt. Ohne Spaß, Jay. Jay war für mich so Fascho. Also ich so hätte, hart und Sepp war für mich so in ich hätte Jay auf keinen Fall töten können, weil die rote Karte, die ich dadurch forciert habe bei Mikkel, hätte ich ja genauso nicht. Ja, weil Mikkel ja dann eine blaue und eine rote gekriegt hat. Wo war ich denn einmal Fascho? Es kann halt immer sein, dass jemand Fascho ist, Jay. Weil das Schlimme ist, dass Mikkel einfach wieder angefangen hat, mir nicht zu vertrauen. Er war wieder das Behindertste. Nee, die Sache war die, für mich konnten halt Jay und Mikkel auf keinen Fall im gleichen Team sein. Und weil halt, und dann dachte ich halt, Mikkel wird gekillt, ja, und dann musste halt Jay Fascho sein. Ja, aber sie hätten im gleichen Team Einzige, sein können, wenn sie beide Fascho gewesen wären. Oder beide liberal. Aber nee. Wir beide liberal nicht, weil dann hätte Mikkel für dich gewotet. Ja, Mikkel ist halt, ne? Mikkel! Egal, ich hab Hitler gewonnen! Nee, das liegt jetzt nicht an Mikkel hier. Ich hab euch vor einer Dreiviertelstunde gesagt, wer die Faschos sind. Keiner hat gehört.
in einer 1 Stunde 20 Folge. Ja, vor einer halben Stunde. Jay, du hast mich doch geproved, aber ich hab dich nie geproved. Du hättest mir sonst was erzählen können, du hättest Hitler sein können oder so. Jay, ich hab die ganze Zeit auch versucht, dich zu schützen aber aus Jay, der anderen Sicht. Aber Jay, du musst bedenken, wir hatten alle ja irgendwo andere Ziele. Du sagst, Mikkel und ich haben das versaut. Ich sag, du hast es versaut, weil du mich nie wählen wolltest. Ich will jetzt Bram. Komm, Hitler. Ja, das war tatsächlich Hättest du jetzt bei Dallo den Kanzler hingelegt, hab ich mir gedacht, scheiße, das ist Feierabend. Ja, das wäre so geil gewesen. Ich war ab irgendeinem Zeitpunkt war mir das halt, ehrlich gesagt, auch zu stressig da noch. Ja, das hat man genau halt gemerkt und das hat uns den Sieg gekostet im Endeffekt. Weil dadurch hat Dallo auch... Wenn man mir halt von Anhieb nicht mehr glaubt, dann ist das... Ich hab dir geglaubt. Du hast mir geglaubt. Ich war lange auf deiner Seite, aber dann hast du irgendwann nichts mehr gemacht. Und dann hab ich gezweifelt, hat Chris einfach genau. nur... Genau, hat dann hat er einen Fehler gemacht... Dann hätte ich ja die Brotkrumen gesehen am Ende des Waldes oder was auch immer. Und dann wäre ich ja noch dabei gewesen, wenn ich Fasche gewesen wäre. Dann hätte ich das versucht aufrechtzuerhalten, die ganze Lüge. Aber ich habe nicht gelogen. Und die ganze Zeit immer einem dasselbe zu erzählen, das ist halt einfach sehr, sehr ernüchternd, wenn die ganze Zeit dann sagt, das ist bestimmt Hitler. Ja, willkommen bei Secret Hitler. Alter. Das ist doch das Spiel, aber das ist genau fand's geil. Nice. Chris, du hast es gemacht. Vielen Dank. Im Endeffekt war ja aber auch so, dass Peter dann auch so meinte, boah, nee, ich hab keinen Bock auf Random, da war halt klar, so, alles klar. Ja, Random wäre halt Dallo, auch vorbei wenn halt gewesen. Weil wenn du mal guckst, wie viele Blaue da liegen, weil es ist halt relativ unwahrscheinlich, dass Dallo mir jetzt zwei Blaue in die Hand drückt. Das war schon voller Lack, dass wir die eine Random-Runde gewonnen haben. War dann Peter, genau. Hast du denn oder killt Jay auch noch? Der killt Jay. Du hast eine rote weggelegt, Dallo. Für mich war das halt relativ klar, dass das. Ich hab eine rote weggelegt, klar. Muss ja. Ja, wie gesagt, also wenn du statt Sepp Bram getroffen hättest, wäre auch vorbei gewesen. Ich sag ja, 50-50. Ja, aber für mich war ja Christian confirmed, weil ich wusste das ja. Weil er ja ein Liberaler ist. Und ich war confirmed Liberaler, sowohl für Dallo als auch für Jay. Und genau, und Sepp. Ja, das und war Pete dumm. Waren die anderen. Ich hätte auch dich töten können. Ich war die ganze Zeit bei Pete. Ich wollte Sepp immer Pete wählen, aber es wollten die einen. Ich habe mich letztens für Sepp entschieden, weil halt Sepp irgendwie mir nicht stark genug gespielt hat, dass irgendwie, keine Ahnung, nicht laut genug war. Was mich interessiert, da liegen noch 5 Karten. Ne? Das heißt, wenn ich Veto gemacht hätte, dann wären diese Karten im Endeffekt ausschlaggebend. Ich glaube, dann wäre es weitergegangen. Und dann hätten wir verloren. Ja, dann hätten wir verloren. Bei 2 Blauen. Das stimmt, wir Präsident. Tja, war wieder eine krasse Spiel. Runde Secret Hitler. Leck mich am Arsch, ey. Richtig übel. War anstrengend, aber geil. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Hitler ruled.